So, jetzt ist es live. Jetzt schaue ich mal kurz an, ob es auf YouTube auch kommt. Muss mal alles testen. Reload. Ja, jetzt erscheinen wir hier. Perfekt, jetzt sind es mittlerweile schon 36 Leute, die da sind. Bevor ich mich vorstelle und auch unseren Gast hier vorstelle, einen kurzen Test. Können mich alle sehen und hören? Wenn nicht, bitte in den Chat schreiben. Wenn ja, bitte auch in den Chat schreiben. Da jemand irgendwas schreibt, ist immer so eine Frage. Bin ich immer sehr gespannt. Gut, also zumindest mal, ja, perfekt. Perfekt. Der Björn, danke, danke, Christian Bassler, Björn. Wir fangen jetzt einfach mal an. Heute bei uns zu Gast ist der Thomas Grule von Leap, ist der Geschäftsführer von Leap GmbH. Ich persönlich, also falls mich jemand nicht kennt, ich heiße Evgeny Sirelli, ich bin Marketingverantwortlicher bei Semrush, nach Online-Marketing-Experte. Vielleicht habt ihr mich auf irgendwelchen Konferenzen euch gesehen, zum Beispiel bei OMT und so weiter. Und wie gesagt, heute bei uns zu Gast, hat Gott sei Dank die Zeit gefunden, uns heute über ein sehr kontroverses Thema mehr Insights zu berichten, zu erzählen, zu erklären, wie man das macht, was man es richtig oder wie man es richtig macht, die Backlinks 2018. Das Thema ist sehr, sehr spannend für uns, für mich, auch für alle anderen Kollegen. Wie ich vorher erwähnt habe, Thomas Grohl ist der Geschäftsführer von Leap. Eigentlich ein sehr beschäftigter Mann, gehe ich zumindest mal davon aus. Es war schon recht schwer, ihn das mal dazu zu überreden, das Webinar zu machen. Aber Gott sei Dank ist er jetzt heute bei uns. Nur ein paar Worte zu Leap. Leap habe ich in meiner Zeit, also ich habe das Leap-Webinar, glaube ich, auf jeder Konferenz gesehen. Wenn man Leap.de besucht, sieht man das schöne Bild mit vielen Kaninchen und Möhren. Also ich finde es immer sehr, sehr schön gestaltet, sehr, sehr schön gemacht. Und genauso schön, genauso lehrreich wird auch dieses Webinar sein. Ja, Thomas, du übernimmst jetzt mal den Part. Du bist jetzt der King der Präsentation. Wie wir das bereits abgesprochen haben, du machst deine Präsentation. Dann können auch alle anderen die Fragen stellen. Die Fragen schreib bitte in den Chat oder auch per E-Mail. Ich werde alle Fragen sammeln und am Ende der Präsentation auch an den Thomas stellen. Thomas, dein Part. Wunderbar. Also erstmal vielen Dank dir fürs Intro, für die warmen Worte. Ich frage auch erstmal, ob mich alle hören können. Schreibt es vielleicht mal in den Chat rein, wenn dem nicht so sein sollte. Ansonsten erstmal, hi, Servus, ich bin der Thomas. Der Gründer von Leap, der Agentur. Und im Hintergrund könnt ihr euch mal so einen richtig schönen Berliner Innenhof angucken, den Blick aus meinem Büro sozusagen. Ich erzähle vielleicht nun ganz wenige Worte über mich, denn hier soll es ums Fachliche, ums Inhaltliche gehen in der nächsten Stunde oder wie auch immer. Ich habe Leap gegründet, beziehungsweise die Vorgängeragentur. Leap ist ja aus einer Fusion entstanden von zwei Agenturen, nämlich von Marketing und Conversion Lift. Und Marketing habe ich als Agentur 2009 gegründet und damals ausschließlich mit dem Fokus auf Linkaufbau. Das war damals für die SEO-Rentner, die dabei waren. Ja, war das ein bisschen so eine goldene Zeit. Da funktioniert im Grunde genommen so annähernd also eine ganze Menge im Google-Algorithmus über Linkaufbau. Das hat sich natürlich gewandelt über die Zeit und dementsprechend hat sich auch ein bisschen gewandelt, was Marketing als Agentur macht und was Leap als Agentur macht. Und wir haben also relativ schnell 2011 angefangen, auch ein Consulting-Team aufzubauen und machen also seit jeher alles, was mit SEO-Strategie zu tun hat, machen das Ganze in allen wichtigen europäischen Märkten mit Inhouse-Personal. Wir haben dann irgendwann mal gesagt, für uns als Firma, ja, dass wir diversifizieren müssen und sinnvolle, komplementäre Sachen anbieten wollen. Und dann sind wir relativ schnell auf Conversion-Optimierung gekommen, eben wegen diesen Wechselwirkungen zwischen einem zufriedenen Nutzer und einem Google-Ranking. Und haben dann im Grunde genommen genau diese Dienstleistung ins Portfolio aufgenommen. Das war so irgendwie so 2014, damals noch unter dem Namen Marketing.
Und da haben wir schon ein bisschen Geld reingesteckt in das ganze Thema, Mühe auch, um das aufzubauen, haben aber gemerkt, wir kommen nicht so richtig aus dem Knick. Schon mal rein qualitativ waren wir nicht so happy mit dem, was wir nach anderthalb Jahren produziert haben. Und damals haben wir dann unsere Firma, also Barketing, gemerged mit der Agentur von Nils Gattau, Conversion Lift, die absoluten Cracks am Markt sind, was das Thema Conversion angeht. Und seitdem firmieren wir unter dem Dach Leap, so nennen wir uns, bieten eben genau diese Leistung an und alles, was im Bereich Paid Advertising ist. Linkaufbau ist aber immer noch ein zentraler Bestandteil. Trotz allem, was vielleicht der ein oder andere von euch so kennt, was in den letzten Jahren so als Updates rauskam von Google, die Pinguine etc. pp., hat es nach wie vor eine sehr hohe Relevanz fürs Ranking. Im Bereich Linkaufbau sind sehr große Opportunitäten drin, denn der Google-Algorithmus, der will immer noch Links. Und viele machen es einfach nicht mehr. Viele haben sich daraus zurückgezogen. Und das sind Situationen, die man super nutzen kann. Egal, ob ihr jetzt da draußen Affiliates seid mit eigenen Seiten oder ob ihr in einem Unternehmen sitzt, in einem Brand und ein Inhouse-SEO seid, ein Inhouse-Online-Marketing-Verantwortlicher. Die Opportunität ist für alle Marktteilnehmer da. Und in das Thema sollte man also reingehen, sich reindenken. Und ich will euch heute mal zeigen. Und jetzt schalte ich mal von meiner Fratze weg sozusagen und schalte mal auf meinen Bildschirm. Gib mir dafür ein Sekündchen. Wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt hier im Vollbild hinkriegen, wie es sein sollte. Jetzt solltet ihr das Vollbild sehen. Ich will euch heute erzählen, welche Links sich wirklich lohnen und ganz wichtig, wann Linkaufbau überhaupt Sinn ergibt und wie man das Ganze rentabel macht. Darum soll es heute gehen. Das bin nochmal ich in Schwarz-Weiß und das können wir alles skippen und jetzt geht's gleich rein in die Agenda. Also, ich möchte euch erzählen, in welchen Fällen lohnt sich der Backlinkaufbau überhaupt und auch in welchen lohnt es sich überhaupt nicht. Ich würde euch gerne erzählen, in welchen Fällen ihr auch andere Prioritäten setzen solltet und natürlich, was gute Backlinks ausmachen. Und dann dieses ganz interessante Thema, wie kann ich eigentlich Return of Investment berechnen? Wie kann ich Rentabilität berechnen von einem Keyword-Set? Das soll das Thema des zweiten Teils sein. Und das ist ein ganz spannendes, weil es geht immer darum, wenn ich irgendwie eine Marketingmaßnahme mache, ich will immer wissen, was habe ich denn hinten dabei raus? Und ich zeige euch Ansätze, wie man das berechnen kann. Und wir steigen gleich ein und zwar mit dem ersten Thema, in welchen Fällen lohnt sich denn der Backlink-Aufbau überhaupt? Ein Zitat, ihr braucht Backlinks, um zu ranken, ohne geht es nicht. Das könnt ihr vergessen, diese allgemeine Aussage, die gibt es nicht. Ihr könnt nie allgemein gültige Aussagen treffen im SEO, was in einem Themenbereich, in einem Branchenbereich richtig sein mag, stimmt in einem anderen einfach nicht. Aber wie nähere ich mich denn jetzt an? Woher weiß ich denn, ob ich diese Dinger überhaupt brauche? Hängt das erstmal davon ab, in welchem Themenbereich oder in welcher Branche seid ihr denn unterwegs mit dem Service, den ihr anbietet, mit dem Unternehmen, für das ihr arbeitet etc. Es gibt erstmal eine relativ einfache Formel und die ist so, umso höher der Wettbewerb ist in dieser Branche, im Thema und dann eben mal für Google gesprochen im relevanten Keyword-Set, umso höher dieser Wettbewerb ist, umso höheres Gewicht haben auch Backlinks in der Ranking-Berechnung. Umso geringer der Wettbewerb ist, umso geringer ist auch das Gewicht in der Ranking-Berechnung. Das ist eine relativ einfache Faustformel. Und auch eigentlich ganz logisch. Und schauen wir mal so ein bisschen rein, was gibt es denn so für Bereiche da draußen? Ja, es gibt ganz logisch, es gibt Online-Shopping-Modelle, Consumer Electronics, Mode und was weiß ich, was es da noch für x Nischen gibt. Aber alles, was eigentlich Online-Shopping ist und was da nicht so super nischig ist, da spielt Linkaufbau oder ein gutes Backlink-Profil zu haben definitiv eine Rolle. Ähnlich sieht es aus mit Marktplätzen oder irgendwelchen Arbitrage-Modellen, also Marktplätze, eBay, Rakuten, Airbnb,
MyHammer, Idealo, Möbel.de, Billiger.de und. In all diesen Fällen ist es einfach so viel Kompetitivität, Competition sozusagen da, so viel Wettbewerb da, dass ich schauen muss, dass ich was für mein Link-Profil mache oder dass ich zumindest eins habe. Und vielleicht mal andersrum gefragt, das sind ja so beinahe, wenn man mal so guckt, das schließt da fast so alles ein, was ich da gerade gesagt habe. Ja, wo komme ich denn mit weniger Backlinks aus? Und das ist allgemein da, wo es eben nischiger ist, wo eine geringere Wettbewerbsdichte ist. Und das ist zum Beispiel im B2B-Bereich. Im B2B-Bereich komme ich in ganz, ganz vielen Fällen ohne Backlinks aus. Woran liegt denn das? Das liegt schon mal daran, dass im B2B-Unternehmen ist meistens weniger Online-Kompetenz vorhanden. Sprich, eure Wettbewerber da draußen machen in ganz vielen Fällen einfach schon mal gar nicht ihre Hausaufgaben in den Bereichen On-Site, Nutzersignale. Und wenn die nicht machen, dann muss ich das nur besser machen im Bereich On-Site und Nutzersignale und dann brauche ich keine Backlinks aufbauen oder viel, dann ist dieser Faktor, spielt eine viel geringere Rolle und ich kann mit einer sehr guten, soliden On-Site-Optimierung mit gutem Content eigentlich schon mein Ziel erreichen. Und allgemein, ja, da, wo es nischiger ist, da, wo Keywörter eher Longtail als Shorthead sind, auch da brauche ich es einfach weniger, es ist einfach so und dann muss ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Wie kriege ich denn raus, wie hoch der Wettbewerb in meiner Branche ist? Generell, ich schaue mir an, wie hoch ist das Suchvolumen und umso höher es ist, umso höher wird der Wettbewerb sein und wie hoch ist der CPC. Und wenn diese Faktoren gegeben ist, hohes Suchvolumen, hoher CPC, dann wisst ihr, da ist ein hoher Wettbewerb und ohne Linkaufbau werdet ihr nicht konkurrenzfähig sein. Diese Daten, die holt ihr euch aus SEMrush oder aus welchem Tool auch immer, was ihr benutzt. Und es ist ein ganz einfacher Indikator. Ein kleines Beispiel, nehmen wir mal an, ihr seid in der Flyer-Branche unterwegs. Ihr seht, was hier für Suchvolumina dahinter sind, was das für CPCs sind. Da kannst du ganz sicher sagen, ohne Links geht da nichts in dem Bereich. Ach, ich habe mir neulich mal irgendwie so einen lustigen Brutkasten für Waldkäuze gekauft. Wenn ihr in diesem Bereich unterwegs sein solltet, ich glaube, dass keiner jetzt hier da ist, niedriger CPC, niedriges Suchvolumen, interessiert nur so 3,5 Freaks da draußen, super nischig, dann braucht ihr keine Backlinks, solide On-Site und die Kiste fliegt. Und dann will ich auch mal sagen, in welchen Fällen solltet ihr andere Prioritäten setzen, als aktiven Linkaufbau zu betreiben? Nehmen wir mal an, ihr habt ein Consumer Electronics Produkt. Dann braucht ihr auch nicht in jedem Fall Backlinks aufbauen. Es gibt einfach Fälle, da geschehen die einfach. Ich weiß nicht, wer es kennt von euch, Secret oder wie man das Ding ausspricht. Es war mal so ein Ding, gab es mal eine Crowdfunding-Kampagne vor 2 Jahren. Es ist ein kleines Armband, was dein Smartphone-Screen auf deinen Unterarm projiziert und den kannst du dann mit dem Finger auch noch bedienen. Du kannst in der Badewanne liegen und dein Smartphone benutzen. Als die Crowdfunding-Kampagne live gegangen ist, seht ihr hier irgendwie so Ende 2014, Anfang 2015, da seht ihr, was mit dem Backlink-Profil passiert ist. Das ist explodiert. Warum ist das explodiert? Weil das Produkt innovativ ist, weil es wahnsinnig interessant ist und weil es empfehlenswert ist, verlinkenswert. Sowas kriegt freiwillig einfach Backlinks. Sprich, wenn ihr also so ein knaller Produkt habt, dann kümmert euch lieber um PR und um eine saubere On-Site. Dann braucht ihr nichts machen. Dann kümmert euch lieber um eine gute Verteilung dieses Link-Juices, der da, ob ihr wollt oder nicht, auf euch einprasselt, weil das Produkt einfach so geil ist. Verteilung des Link-Juices ist ein wichtiges Stichwort. Mit jedem Backlink, sei es ein externer, also von der dritten Seite auf eure, oder sei es ein interner, von meinetwegen eurer Startseite auf eine Unterseite, wird Link-Juice verteilt. Früher sagte man mal PageRank, sagen wir es mal heute vereinfacht Link-Juice. Und jeder Link verteilt ja, Link-Juice. Und dann ist es logisch, ich würde sagen, ein sehr großer Teil aller Webseiten kriegt ganz natürlich die meisten Links auf die Startseite. Denn da wird in der Regel einfach hin verlinkt. Wenn ich das Brand verlinken möchte, dann verlinkt ein Nutzer auf die Startseite. Das heißt, ihr habt den meisten Bums sozusagen auf der Startseite und dann wollt ihr also, wie Secret zum Beispiel, da wird alles auf die Startseite draufgeben, dann ist es wichtig,
dass ihr im Bereich On-Site eure Hausaufgaben macht und eure Links, euren Link-Juice über interne Links ordentlich verteilt auf die Seiten, die ranken sollen. Und wenn ich so mache wie Glenn Fittich, ich weiß nicht, wer das kennt, ich will mal so sagen, ja, über die Qualität von einem Glenn Fittich Whisky lässt sich ja streiten. Also ich mag es ja gar nicht. Aber die haben das hier als Startseite. Eine Altersüberprüfung, die ist ja rechtlich notwendig, aber die haben die so gebaut, dass ihre Startseite eigentlich nur aus der Altersüberprüfung besteht. Und sie besteht aus 8 internen Links. Und diese 8 internen Links, die gehen auf Unterseiten wie Privacy und Terms and Conditions. Das sind ganz sicherlich die Seiten, die Link-Juice bekommen sollen. Wenn man mal guckt auf die Seite, ja, die kriegt Links wie glennfittich.com, die Startseite von 93 unterschiedlichen Domains. Das ist Wahnsinn. Und Google kennt irgendwas um 6.000, 7.000 Unterseiten von Glenn Fittich. Das kriegen also die unwichtigsten Seiten, kriegen hier den Link-Juice ab. Und wenn das das Thema ist, dann brauchen wir mit Linkaufbau gar nicht anfangen, sondern es geht darum, erstmal im Bereich On-Site Hausaufgaben machen, Link-Juice ordentlich verteilen, sonst braucht man keine Links aufbauen. Das ist uns einfach verschwendete Liebesmüh. Deswegen sagen wir immer, wenn die Basis nicht stimmt, und das sind eure optimierten Tags, was auch immer, ja, ihr dürft kein Duplicate-Content haben, ihr sollt ein schlankes JavaScript haben, ihr sollt eure Landing-Pages ordentlich für Nutzer optimieren, sodass sie gute Nutzersignale generieren. Dann könnt ihr Linkaufbau machen. Aber wenn ihr diese Basis nicht habt, dann fangt gar nicht erst an, weil ihr ballert Geld und Ressourcen raus. Vielleicht so viel mal vorweg. Dann ist es natürlich so, es ist ganz logisch auch, ihr müsst die richtigen URLs verlinken. Welche das überhaupt sind, komme ich ein bisschen später nochmal drauf, wie man sowas ermittelt. Wenn ihr zum Beispiel, ja, ihr rankt schon auf Platz 1, dann wollt ihr natürlich nicht einen Link draufsetzen. Ihr wollt auch keinen Link draufsetzen, wenn ihr, nehmen wir mal an, für Samsung Galaxy S5, ihr rankt auf Platz 5 und vor euch ist einmal der Hersteller oben, Samsung.com und Amazon.de. Da kannst du mit Sicherheit sagen, dass du es sehr, sehr schwierig haben wirst, da vorbeizukommen. Also du wirst sehr viel Geld einsetzen müssen, sehr viel Mühe einsetzen müssen, um diese Links aufzubauen. Also es spielt eine klare Rolle, habe ich überhaupt die richtigen URLs, um diese zu identifizieren und zu gucken, sind da überhaupt Wettbewerber, an denen man überhaupt noch vorbeikommen kann mit einem sinnvollen Aufwand. Und wenn da eben oben Wikipedia rankt, Amazon etc., dann macht es keinen Sinn, da reinzugehen in diese Themen. Und dann müsste man sich woanders umschauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr jetzt feststellt, okay, diese ganzen Kriterien treffen auf mich zu und es würde Sinn machen, eben bei meinem Businessmodell, bei meinem Unternehmen, meiner Seite Links aufzubauen und da gibt es ein Potenzial, dann ist eins eben das wahnsinnig Wichtige. Ja, ich sage immer, wieder dem sinnlosen Geballer von irgendwelchen Backlinks, wir sagen immer, ihr dürft keinen einzigen Backlink aufbauen, ohne vorher eine ordentliche Strategie gemacht zu haben. Weil das ist genau das, was viele Seiten so in den 2012, 13, 14, 15 in die großen Google Penalties reingetrieben hat. Einfach irgendwohin Links ballern, ohne sich riesengroß Gedanken zu machen, einfach auf Masse gehen wird schon werden, ja, Budget nominieren und dann einfach mal Links draufknallen. Das wird sich schon richten, aber so ist es eben nicht. Ohne eine ordentliche Strategie funktioniert es nicht. Und im Mittelpunkt einer guten Strategie stehen ein paar Punkte, wie zum ersten Mal die Zieldefinition. Das heißt, warum wollt ihr überhaupt Links aufbauen oder für welche Keywords, Topics möchtet ihr überhaupt diesen Traffic generieren? Das ist logisch. Und am Anfang steht eigentlich immer, erstmal muss ich mein eigenes Linkprofil vollständig verstehen. Das heißt, ich will erstmal bei den bestehenden Links, die ich schon habe, also mal gesetzt den Fall, ja, die Domain, die läuft schon eine Weile und ihr startet die nicht neu, dann will ich verstehen, wie sieht mein Linkprofil aus, wie viele Links habe ich schon, wo gehen die hin, welche Qualität haben die und so weiter und so fort. Und das muss ich mir im Grunde genommen bei mir anschauen, in meinem bestehenden Linkprofil. Und ich muss es mir bei der Konkurrenz anschauen, weil das ist der Punkt ist ultra entscheidend, das Ganze nicht losgelöst zu betrachten, sondern eben mein eigenes Linkprofil abzugleichen mit dem meiner Konkurrenz. Und wer ist denn eigentlich meine Konkurrenz? Meine Konkurrenz
sind am Ende des Tages die, die im selben Keyword-Set, wie wo ich ranke oder ranken möchte, bereits ranken. Also diejenigen, die Google im Grunde genommen mag. Das heißt, nehmen wir mal an, ihr habt ermittelt, ihr habt ja diese 1000 Keywörter, die sind wirklich richtig relevant. Für die wollt ihr irgendwo ranken, irgendwo eingeteilt nach Prioritäten. Dann guckt ihr euch an, wer rankt für diese 1000 Keywörter am stärksten und am häufigsten. Und das ist eure Konkurrenz. Das ist auch, wie Google sozusagen Konkurrenz betrachtet. Und da will ich vielleicht gleich nochmal sagen, weil es kommen immer sehr häufig, höre ich immer die Fragen, wie viele Links soll ich denn jetzt machen? Wie soll denn das Verhältnis sein von Do-Follow-Links zu No-Follow-Links? Wie viele sollen denn auf die Startseite gehen? Wie viele sollen auf die Unterseite gehen? Die Antwort ist, das Ganze muss man so machen, oder es muss im Grunde genommen muss euer Link-Profil so gebaut sein, dass es vergleichbar ist mit dem, was eure Konkurrenz macht, und da im Grunde genommen ein kleines bisschen raussticht. Und eure Konkurrenz, Google betrachtet als diejenigen als eure Konkurrenz, die im selben Keyword-Set wie ihr rumtanzen. Das ist eure Konkurrenz. Und deswegen ist dieser Blick erst aufs eigene Profil und dann auf das Profil der Konkurrenz sehr wichtig. Und aus all dem entsteht im Grunde genommen eine Off-Page-Strategie, und aus der geht hervor, wie viele Links von welcher Qualität müsst ihr in welchem Zeitraum akquirieren, bekommen, müssen irgendwie auf die Seite einprasseln, damit ihr eure Zieldefinition, eure Ziele erreicht. Also, ganz wichtiges Takeaway, kein Linkaufbau ohne eine Strategie. Dann spielt es eine hohe Rolle, wenn es jetzt in die Überlegung reingeht, was machen wir denn überhaupt? Dann spielen diese ganzen Rentabilitätsfragen, wie bei jeder Marketingmaßnahme eine Rolle. Und wir sprechen ja in der Psychologie oder in der Conversion-Optimierung, bei uns im Conversion-Optimierungsteam, da sitzt so eine Reihe Psychologen, und dann sagen wir immer, dass jede im echten Leben ist, jede Entscheidung, die wir bewusst treffen, da geht es immer darum, entweder geht es Lustgewinn oder Schmerzvermeidung. Und wenn wir das mal auf unternehmerisches Handeln übertragen, dann geht es im Business darum, den Gewinn durch Umsatzzugewinne oder durch Kostenreduktion zu erhöhen. Und das sind eigentlich die zwei Punkte, ja, die dann im Grunde genommen entscheidend sind, ist das jetzt rentabel oder ist das nicht rentabel? Und wie nähere ich mich an dieses ganze Thema an? Der Ausgangspunkt für eine ROI-Betrachtung ist immer das Keyword-Set, welches ihr mit gezielten Linkaufbau optimieren möchtet. Und im Rahmen eurer Off-Page-Strategie findet ihr dieses Keyword-Set raus, falls ihr es noch nicht genau kennt. Aber das ist eben das, da beginnt alles, da endet alles sozusagen. Und wichtige Kriterien sind erstmal für das einzelne Keyword, könnten sein, das Keyword hat ein hohes Suchvolumen. Es spiegelt immer die Relevanz des Keywords wider. Wie häufig wird es gesucht? SEMrush etc. liefert euch die Daten. Dann ist extrem wichtig, und Keyword wird umso relevanter für den Aufbau von Links oder für irgendein Investment, wenn die Transaktionswahrscheinlichkeit höher ist. Also wenn ich ein Keyword habe mit einem konkreten Produkt drin und mit einer Kaufintention, mit kaufen, billig, etc. pp., dann wird das immer besser konvertieren als Adidas Schuhe oder so ein sehr generischer Begriff. Und dann ist es ein dritter Punkt, welcher Warenkorb wird generiert über dieses Keyword. Das liefern euch, nicht SEMrush, das ist ein kleiner Vertipper, das liefert euch eher ein Analytics-System. Und welche Marge generiert ihr darüber eigentlich? Das liefert euch eure Warenwirtschaft oder was auch immer. Aber das sind eigentlich die im Grunde genommen erstmal die relevanten Faktoren. Und die werden ergänzt um, was habe ich überhaupt für ein Steigerungspotenzial? Also in anderen Worten, wo ranke ich jetzt und wo kann ich überhaupt hin? Bereits gut performende Keywords zu stärken macht keinen Sinn, das haben wir schon geklärt. Und die zu stärken, bei denen ich eh nicht auf Platz 1 kommen kann oder wo auf Platz 5 Schluss ist, wo kein Traffic ist in der Regel, macht auch keinen Sinn. Also sprich, das Steigerungspotenzial muss ermittelt werden. Und dann gibt es bestimmte Keywörter, die sind nochmal relevanter, und das sind eben die, die im sogenannten Schwellenbereich sind. Der Schwellenbereich ist der, man sagt nur so vielleicht zwischen Platz 5 und 30, manche sagen 5 bis 20, wie auch immer, aber mal ganz grob gesagt,
Traffic via SEO, via organische Suche gibt es eigentlich nur auf Platz 1, 2, 3. Und dieser Trend, das wird auch in Zukunft sich weiter so fortsetzen, weil Google AdWords seine Anzeigen immer prominenter machen wird, um da eine hohe Klickrate zu gewährleisten. Also sprich, auch in Zukunft wird es einfach nur den Traffic auf Platz 1, 2, 3 geben in den meisten Fällen. Sprich, es ist schön, wenn ihr ein Keyword von Platz 100 auf 90, 80, 70, 10 optimiert, aber auf Platz 10 gibt es gefühlt ein Prozent vom Gesamttraffic, der zu vergeben ist über das Keyword. Also ihr müsst in Platz 1 bis 3 und dann ist natürlich ein Keyword relevanter, was schon in so einem Schwellenbereich, also kurz davor, kurz vorm Treppchen rankt. Und dann eben, wie gesagt, diese wichtige Frage, ist ein Ranking auf Platz 1 überhaupt realistisch? Und diese 6 Kriterien von der ersten Folie und von der zweiten, die packt ihr euch in einen Excel-File und hinterher gewichtet ihr die einzelnen Faktoren. Und dann könnt ihr ein Gesamtranking nach Linkaufbaupotenzial für euch erstellen. Und es ist also unglaublich wichtig, diese Parameter zu kombinieren. Ein einfaches Beispiel, ja, Büroklammer möge ein tolles Keyword sein mit einem Suchvolumen von 5.400 pro Monat, also mit relativ viel, was man irgendwie abgrasen könnte, wenn man auf Platz 1 ist. Aber der Warenkorb wird ja ziemlich schlecht sein. Ja? Der kann ja nur niedrig sein, im Grunde genommen. Und da ist es bestimmt anders bei einem Keyword mir fiel jetzt nichts Kreatives ein, ja, aber eine Marmorstatue, die dürfte relativ teuer sein. Hier ist zwar auch das Volumen niedrig. Also Takeaway, nehmt euch diese ganzen Daten für euer Keyword-Set, ermittelt diese Datenpunkte und baut euch daraus eine eigene Gewichtung. Kann ich euch, wen es mal interessiert, ja, schreibt mich mal an, zeige ich euch mal, wie so eine Gewichtung sein kann und wie wir das bei 1-2 Kunden machen. Aber so viel schon mal gesagt, die Gewichtung ist für jeden Fall ein kleines bisschen anders. Also Keyword-Set herausfinden, Keyword-Set gewichten, Priorität abbilden, wo will ich drauf gehen? Und dann habt ihr eine Priorität, wo setzt eure Links drauf und wo nicht. Und dann kommen wir mal zur wichtigen, vielleicht zu einer anderen wichtigen Frage, die ich jetzt sozusagen auch besprechen will. Was macht gute Backlinks eigentlich aus? Ich glaube, das ist auch eine ganz relevante Frage, denn wir sagen ja immer, Backlinks sind eigentlich immer noch eines der wichtigsten Ranking-Signale nach oben, aber auch nach unten. Deswegen schauen wir einfach mal in den ersten großen Faktor rein. Und der erste große Faktor ist, wir brauchen von der verlinkenden Seite, die auf euch verlinkt, muss gegeben sein, dass sie eine hohe Themenrelevanz hat. Und Relevanz im Allgemeinen bewertet Google anhand von, sagen wir mal, verschiedenen Faktoren. Und das eine ist der Inhalt der verlinkenden Domain. Ist die dem Themenbereich zuzuordnen, der sozusagen, den ihr auch covert. Es ist auch der Inhalt der verlinkenden Unterseite, die auf euch verlinkt, wobei das immer noch mal wahrscheinlich eine Spur relevanter ist. Natürlich die Qualität der Backlinks, die selber auf diese verlinkende Seite eingehen. Umso mehr Empfehlungen, Verlinkungen von relevanten und guten Quellen die verlinkende Seite selber hat, umso mehr Stärke, umso mehr Link-Truth hat sie auch, die sie weitergeben kann. Das heißt, das ist wichtig, um Relevanz zu messen und natürlich die Themenrelevanz des Contents, in den der Backlink dann selbst auch integriert ist. Und dann vielleicht auch nochmal, wie misst Google, was Themenrelevanz ist? Im Grunde genommen relativ einfach. Dadurch, dass diese verlinkende Domain selbst Rankings aufweist im gleichen Themenbereich, vielleicht sogar am besten auf dieselben Keywörter, auf die ihr ranken möchtet. Und da mal einfach gesagt, und das könnt ihr mit SEO-Tools checken, je mehr Top 100 oder je mehr Top 10 Rankings eine potenzielle verlinkende Seite in eurem Themenbereich hat und am liebsten noch auf eurem Keyword-Set, desto relevanter ist diese Quelle, um von der einen Link zu bekommen. Das ist relativ easy zusammengefasst. Und wie gesagt, wichtig ist ja, das habe ich eben schon mal erwähnt, die eingehenden Links, die diese verlinkende Seite selber hat, die sind relevant. Der Ansatz ist ja der, wie bei wissenschaftlichen Arbeiten. Man kann ja sagen, je öfter eine wissenschaftliche Arbeit zitiert wird, desto besser, aufschlussreicher, hilfreicher, relevanter ist sie dann auch.
Online übertragen bedeutet das vereinfacht gesagt, dass eine Webseite mit 50 Backlinks besser sein müsste, als eine Webseite, auf die nur 5 Links verweisen. Wenn man mal bei dem Prinzip ein bisschen weiterdenkt, dann kann man eigentlich sagen, viel hilft viel. Jetzt kommen wir wieder meine roten Striche. Natürlich ist das nicht so. Google kann natürlich einschätzen, ist ein Link auf natürliche oder künstliche Weise entstanden. Und ein guter Link ist im Grunde genommen nützlicher als 100 schlechte. Also sprich, viel hilft will es gar nicht so. Es geht darum, weniger aufzubauen, aber dafür gute. Und diese Links, die man aufbaut, dann auch dementsprechend zu diversifizieren. Man spricht immer so, wenn man guckt, welche Arten von Backlinks gibt es, dann spricht man so von verschiedenen Kategorien, würde ich mal sagen. Das sind einmal Content-Links, das sind Links aus dem Inhaltsbereich einer Webseite, also aus dem Fließtext selber. Es gibt klassischerweise Foren-Links, dann gibt es sowas wie Presseportale und jetzt wird es immer dubioser. Es gibt Verzeichnisse, früher hieß das Webkatalog, dann gibt es Kommentarsektionen unter Blogs. Dann gibt es Gästebücher, naja, und sagen wir es mal so, ich vertrete ja eigentlich eine relativ klare Position, was das ganze Thema angeht. Presseportale, Verzeichnisse, Kommentarsektionen, Gästebücher, für uns sind das alles, wir sagen immer, Trash-Links am Ende des Tages. Sie bringen nichts und im schlimmsten Fall tun sie sogar noch richtig weh. Foren Links haben wir auch ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis dazu, kann was bringen in nischigeren Bereichen, wird ja auch heute noch betrieben. Wir sehen es viel, wenn wir so in die Backlink-Profile von Webseiten reingucken, da wird immer noch aufgebaut. Aber persönlich, ich halte nicht wahnsinnig viel davon. Ich sage eigentlich, dass man diese ganzen Trash-Links, die kriege ich auch so. Wenn ich einigermaßen ein Brand bin, dann werde ich automatisch kriege ich mal solche Links rein. Und wenn ich mich bemühe um Backlinks, sprich, wenn ich meine Bemühungen auf irgendwas zentriere, dann möchte ich sie auf Backlinks aus frischem Content, also auf sogenannte Content-Links konzentrieren. Und diese ganzen Trash-Sachen, die kommen rein und die würde ich tendenziell sogar eher im Blick behalten und mir anschauen, ob sie nicht sogar sich schädlich auswirken auf mein Backlink-Profil. Ich will auch nochmal zu meinem Satz hier vom Anfang zurück, dass es da keine allgemeingültige Aussage gibt. Es gibt, wenn das Themenbereich sehr nischig ist, dann sieht man auch heute noch Webseiten, die mit irgendwie so Gästebücher spam, mit Verzeichnislinks und mit Presseportalen hervorragend ranken, ja, im Longtail. Aber das Risiko ist bei dieser Art von Links am höchsten. Da, wo es kompetitiv ist, bringt dieses Zeug überhaupt nichts. Und also wie gesagt, ein bisschen abgeschwächter würde ich es bei Foren-Links sehen. Die machen durchaus auch bei, die können mal bei kompetitiveren Keywords einen Ausschlag geben und können was bringen. Aber den Fokus würde ich 100% nicht draufsetzen. Ist eigentlich relativ einfach, ja. Umso einfacher ich einen Link erstellen kann, sprich, ich melde mich irgendwo an, ich kann einfach einen Text da rein tippen und einen Link einbauen. Umso einfacher das ist, umso weniger Wert hat der Link dann auch am Ende des Tages. Umso schwieriger es ist, einen Link zu bekommen. Sprich, wenn ich einen aus einem frischen Artikel haben möchte bekomme auch von der Tageszeitung, da komme ich mal nicht eben so rein. Da kann ich mich nicht anmelden irgendwo und einen Kommentar droppen, mich in ein Gästebuch eintragen, etc. pp. Umso schwieriger es ist, einen Link zu bekommen, umso besser ist er meistens auch. Wie im echten Leben meistens. Das, was viel Mühe ist, bringt auch mehr. Gucken wir nochmal auf das Thema Linktypen. Wie unterscheidet Google eigentlich, in welche Linktypen es gibt? Für Google gibt es einmal Navigationslinks. Die dienen, der Navigation, um auf andere Webseiten zu gelangen. Und das sind eure, ja, das sind irgendwelche Verzeichnislinks, das sind Links im Footer, Links in eurer Hauptnavigation etc. pp. Gibt es irgendwie sowas wie Transaktionslinks, wollen wir es mal so nennen? Das sind irgendwie Links zu einer wirtschaftlichen, die zu einer wirtschaftlichen Transaktion führen, Links auf Produktseiten etc. pp. Und dann gibt es Redaktionslinks. Und Redaktionslinks sind eben die aus frischem Content kommen und die von einer redaktionellen Seite verlinken. Und diese Links sieht Google eben im Grunde genommen als Empfehlungslinks an.
Und deswegen ist auch die Schlussfolgerung hier, Redaktionslinks sind im Grunde genommen die, die ihr haben wollt. Aber vereinfacht gesagt, so einfach ist es dann auch nicht. Redaktionell allein reicht nicht, steht hier so schön drüber. Wenn Docs, Europas größtes Hundemagazin, Links setzt auf Börse Online, auf irgendein Börsenthema, dann passt es auch nicht. Da kommen wir wieder zum Thema Themenrelevanz. Wir wollen natürlich eine Themenrelevanz haben. Also es müssen alle Faktoren sozusagen übereinstimmen. Also wir wollen einen themenrelevanten Link haben von einer Seite, die Google mag, weil sie selbst rankt, den Link, der aus dem redaktionellen Umfeld kommt. Gucken wir mal, es gibt verschiedene Faktoren zur Prüfung vom Kontext. Und da ist der eine dieser Faktoren, ist die Position des Links selber. Weniger dolle ist im Grunde genommen eine Link-Position à la Footer oder auch Sidebar. Warum ist das so? Weil ein Link im Footer und in der Sidebar, erstmal ist er für die meisten Nutzer gar nicht sichtbar. Ihr müsst im Blick behalten, Google kann eine Webseite rendern, sprich Google weiß genau, wo ist oben, wo ist unten, was ist Schriftgröße 5, was ist 25, welche Farbe eines Links hebt sich vom Hintergrund ab, welche nicht und dementsprechend auch, welche Relevanz muss sie eigentlich für den Nutzer haben. Und da ist ganz logisch, ein Footer, wo irgendwie jeder 20. Nutzer runterscrollt, der Link da drin kann keine große Relevanz haben. Sprich, ich möchte eigentlich eine als gute Link-Position, ich möchte einen Link aus dem Fließtext haben. Und sehr wichtig, je weniger Klicks von der Startseite aus erforderlich sind, um eben diese Unterseite zu erreichen, wo der Link drauf veröffentlicht ist, der zu euch zeigt, desto mehr Link-Juice wird diese Unterseite haben, desto mehr Link-Juice wird an euch weitergereicht, desto besser für euch, desto mehr Auswirkung aufs Ranking. Also, je näher die verlinkende Unterseite in puncto Klicks an der Startseite einer Domain ist, desto besser ist das. Und gucken wir uns mal so ein bisschen an. Wir wollen Link-Juice haben. Link-Juice bringt Rankings. Und im Grunde genommen, wenn wir mal auf den Faktor Link-Destinationen uns angucken, wo geht der Link eigentlich hin? Da gibt es eigentlich im Grunde genommen drei relevante Faktoren. Wenn ich aktiv Linkaufbau irgendwie betreibe, also sprich, wenn ich steuern will, ich muss steuern, wo sollen diese Links hingehen? Und da gibt es eigentlich drei Varianten. Entweder ich jag den auf die Startseite und verteile von der Startseite meinen Link-Juice über clevere interne Verlinkung weiter. Oder ich jage die direkt auf eine Landingpage, die für ein bestimmtes Keyword ranken soll. Oder ich jage den Link auf eine interne Verteilerseite, die selbst stark Link-Juice auf Landingpages verteilt, die dann auch ranken sollen. Das ist eigentlich, wenn ich aktiv Linkaufbau betreibe, habe ich eigentlich nur diese drei Varianten. Ich sage der ein oder andere, ja, natürliches Linkprofil kriegt da auch mal einen Link aufs Impressum, auf die AGB oder auf irgendwelche, was weiß ich, ja, weniger relevanten, wirtschaftlich relevanten Seiten. Ja, das stimmt, die müsst ihr auch haben und wenn es gut läuft, kriegt ihr die sowieso automatisch. Das müsst ihr einfach mal ermitteln mit eurer Historie. Wenn nicht, müsst ihr auch dafür sorgen, dass ihr auch solche Links mal aktiv mit aufbaut. Ihr könnt nicht nur dahin ballern, wo ihr Geld verdient. Es muss eben natürlich sein im Vergleich zum Wettbewerb und wenn viele Seiten eures Wettbewerbs auch Links auf weniger relevante, weniger, sag ich mal, Träger von Money-Keywords haben, dann müsst ihr das eben auch machen. Aber in der Regel sind das die drei Kategorien, wo ihr hin verlinken wollt, wenn ihr Geld verdienen wollt. Dann ist natürlich der Linktext selber, also was steht im Anchor-Text, ist ein wichtiger Faktor und ja, allgemeines gesagt, da muss zur Empfehlung der weiteren Inhalte, also der Seite, die verlinkt wird, muss er passen. Und da sieht man ja immer die wildesten Sachen, ja, wie da teilweise verlinkt wird auf Brands oder auf irgendwelche Webseiten. Es muss einfach zum Inhalt passen und für den Nutzer, der auf der verlinkenden Seite unterwegs ist, muss er verstehen, aha, okay, ich kriege das, wenn ich da drauf klicke, also klicke ich da mal drauf und so weiter und so fort. Ich kann Keywords einbauen in meinen Anchor-Text, solange ich sie in eine Phrase verbaue. Das nennt man Compound Anchor-Tag. Ich kann auch harte Keywörter verwenden. Das sind sogenannte, man nennt es auch Money-Keywörter. Das ist zum Beispiel, was weiß ich, Auto kaufen. Aber ganz wenig
nur im Einzelfall machen. Harte Keyword-Texte sind einer der Haupt-Pinguin-Faktoren gewesen, wissen viele von euch mit Sicherheit. Aber wir haben auch so in den letzten Jahren gesehen, dass dann viele gesagt haben, oh, das mache ich einfach mal gar nicht mehr, ja, weil es zu gefährlich ist, und pack einfach nur noch alles in irgendwelche Stoppwörter, klick hier, hier, jetzt, weiterlesen etc. pp. Diese Links machen schon, es macht schon Sinn, mal so einen Link zu haben, der auch mal mit einem harten Anchor-Tag verlinkt, aber nur von einer zweifelsfrei 1000% guten Seite, die Google definitiv mögen wird, dann kann ich das mal machen und dann habe ich auch eine höhere Auswirkung aufs Ranking nach wie vor noch. Ganz wichtig sind die Faktoren zur Überprüfung der Link-Akzeptanz. Wann ist ein Link eigentlich gut und wie checkt Google das eigentlich? Wenn das Ding irgendwann mal online ist und ich keine auffälligen Signale sende, dann ist es wichtig, dass der Link, der da rausgeht auf eure Seite, dass er selbst ein hohes Klickaufkommen hat. Also sprich, umso öfter ist der Link vom Nutzer auf der verlinkenden Seite geklickt wird, umso besser muss er ja sein. Also umso mehr relevanten Traffic er rüberschiebt auf eure Seite, desto höher die Verweildauer dieser Nutzer auf eurer Zielseite ist. Umso mehr wird Google denken, okay, das ist ein guter Link, der kommt wohl aus relevantem Content, der Nutzer fühlt sich da wohl, weil er positive Nutzersignale generiert. Und deswegen werde ich das im Grunde genommen positiv aufs Ranking auswirken. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Faktoren. Es gibt so Faktoren wie die Anzahl ausgehender Links. Und also sprich, wenn euch eine Seite verlinkt, wie viele Links sind denn da noch in dem Artikel drin? Sagen wir ja auch, wenn wir wieder zur wissenschaftlichen Arbeit zurückgehen, die besteht nie aus einer Quelle. Sprich, es macht durchaus Sinn, wenn weitere Quellen, weitere Links verlinkt sind. Aber es ist auch wichtig, dass man es richtig macht. Früher trieb das immer so solche Spitzen wie, dass irgendwelche Linkverkäufer haben dann einen Link zu einer kommerziellen Seite gemacht und dann haben sie einen sogenannten Ablenklink, am besten noch auf Spiegel Online, gesetzt, damit es natürlich aussieht. Ganz so dämlich ist Google dann auch nicht, aber einfach nur mal ganz grob gesagt, es macht schon Sinn, einen zweiten oder einen dritten Link zu integrieren, der auf eine sinnvolle für den Nutzer, für den Leser des Artikels auf der verlinkenden Seite einen Mehrwert darstellt, den mit zu integrieren. Also gesundes Mittelmaß, ne? Ich will auch nicht 100 Links daraus in den Artikel einbauen, denn dann kriege ich auch weniger Link-Throughs ab. Ja, und gucken wir mal, wir wollen also wir wollen unbedingt eine Varianz haben in unserem Linkprofil, also wir wollen viele unterschiedliche Links bekommen. Zur Varianz gehört auch, wir wollen Ankertexte in hoher Varianz haben, ja, selten immer dieselben. Und ja, wir wollen auch mal vom Linktyp her, wir können eben nicht nur auf Content-Links kriegen, gehen, wir wollen auch mal einen Link haben aus Verzeichnissen, Foren etc. Aber wichtig, guckt, ob ihr die nicht schon habt. Und wenn ihr die Trash-Links schon habt, dann baut sie bloß nicht auf und verwendet keine Sekunde Zeit darauf und vor allem kein Geld. So, und dann auch Do-Follow-No-Follow. Es geht auch da um Varianz. Vergleicht euch mit eurem Wettbewerb. Wenn euer Wettbewerb eine Do-Follow-No-Follow-Ratio von 80-20 habt und ihr habt eine von 50-20, dann seht zu, dass ihr auch ein paar No-Follow-Links reinkriegt, weil Google guckt, wer tanzt denn im Vergleich zum Wettbewerb aus der Reihe. Das ist ein Footprint, den ihr hinterlasst und ihr wollt keinen Footprint hinterlassen und Auffälligkeiten in eurem Link-Profil haben. Dann ist es auch immer so, es gibt ein wichtiges Thema, das nennt sich Domain-Popularität. Ihr wollt nicht nur 100 Links von einer Seite haben, sondern lieber wollt ihr 100 Links von 100 unterschiedlichen Seiten haben. Es ist immer besser, wenn 100 unterschiedliche Leute sagen, oh, die sind aber toll, ist aber eine schöne Empfehlung, als wenn es einer 100 Mal sagt, der Kollege links hier im Bild. Also das wollt ihr. Jetzt gehe ich nochmal auf ein letztes Thema ein. Ich versuche mal so in den nächsten 5 Minuten so durch zu sein, damit wir zum Fragen übergehen können. Deswegen werft mal alle eure Fragen in den Chat rein, die ihr habt und die werden wir dann gleich hinterher durchgehen. Aber ein ganz wichtiges Thema ist nochmal zur Rentabilität. Was gibt es denn für einen Ansatz, den zu berechnen? Und wie kann man das machen? Und wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Wir haben im Rahmen unserer Off-Page-Strategie haben wir ja die Keywörter ermittelt, die für uns relevant sind. Und dann haben wir irgendwie gesehen, Stiel-Kettensäge, weil wir verkaufen Kettensägen, könnte relevant sein, hat ein Subvolumen von 17.000 und wir ranken derzeit auf Position 5.
Wie gehen wir jetzt vor? Wie kriegen wir jetzt raus, was wir verdienen können, wenn wir das Ding nach vorne pushen? Ihr nehmt euch diese Ausgangsdaten, die ihr hier seht, Suchvolumen und die derzeitige Positionen. Und dann geht ihr mal in die Google Search Konsole und guckt euch an, wie ist die Klickrate derzeit auf das Thema oder auf das Keyword Stiel Kettensäge. Nehmen wir mal an, die ist bei 2%, vielleicht wird sie nicht so niedrig sein, dann kriegt ihr von den 16.900 irgendwas, kriegt ihr 417 Klicks ab. Und dann könnt ihr mal errechnen, was habt ihr denn heute, wie viel Umsatz macht ihr heute mit diesen 417 Klicks? Und dafür nehmt ihr euch im nächsten Schritt, das sind die letzten drei Spalten, geht in euer Analytics rein und versucht rauszubekommen, wie ist eure Conversion-Rate auf diesem Keyword, auf diesem Themenbereich. Vielleicht habt ihr die AdWords-Daten, die konkreten. Wenn nicht, nehmt ihr eure Overall-Conversion-Rate vom organischen Kanal. Aber da gibt es dann verschiedene Punkte, wie man es machen kann. Und das Gleiche macht ihr mit dem Warenkorb. Und dann könnt ihr relativ einfach ausrechnen, bei einer CR von 3%, einem Warenkorb von 250, macht ihr über das Keyword Stiel Kettensäge auf Platz 5 derzeit 3.000 irgendwas Euro pro Monat. Und dann geht es eigentlich dazu, jetzt möchte ich wissen, wo kann ich denn überhaupt hin? Ich bin auf Platz 5 und wo kann ich jetzt hin? Jetzt sehe ich hier in dem Beispiel unten, das erste organische Ergebnis ist eins von Stiel selbst, eine Herstellerseite, das zweite auch und erst das dritte ist dann ein weiterer Online-Shop, der auch den Krimskrams verkauft. Und dann könnt ihr eigentlich Platz 3 hier in dem Fall als ein Ziel definieren. Jetzt muss ich dazu sagen, diese Zieldefinition und die Frage, was kann ich denn überhaupt erreichen mit einem Keyword, die braucht halt, sagen wir, viel SEO-Erfahrung, um eine gute Einschätzung abtreffen zu können. Aber wenn wir einfach mal weitergehen und sagen, okay, Platz 3 ist hier drin, dann können wir, gehen wir wieder, da haben wir unser Ziel definiert, dann gehen wir wieder in die Search-Konsole und gucken mal bei verwandten Keywörtern, was ist denn da für eine Klickrate im Schnitt auf Platz 3? Nehmen wir mal an, die ist bei 4,6%, vielleicht ist es bei 8% oder wo auch immer, hängt von eurem Themenbereich ab. Dann wisst ihr, wenn ich hinterher das Ding optimiert habe, dann habe ich 800 Klicks pro Monat. Und das ist also im Grunde genommen, das ist die viertletzte Spalte, ein Klickzuwachs von 375 Links. Und dann kann ich mir wieder mit meiner E-Commerce-Conversion-Rate, mit meinem Warenkorb rechne ich mir aus, was ist mein Umsatzzuwachs. Und das kann ich für verschiedene Perioden machen, pro Monat, pro 6 Monate, pro 12 Monate. Und dann gucke ich mir an, was brauche ich jetzt eigentlich, was muss ich jetzt weiß ich, in 12 Monaten sind 33.000 Euro drin in dem Case und dann muss ich gucken, was muss ich eigentlich machen, um mit dem Keyword hochzukommen? Wie viele Links brauche ich sozusagen, von welcher Qualität und wie kriege ich sie, wie baue ich sie auf? Und dann ist es eine relativ einfache Rechnung, Investition in Linkaufbau, geteilt durch AdWords-Kosten und zack, habt ein ROI raus. Es gibt noch eine zweite Methode, wie man mal ganz gut errechnen kann, was bringt da, wie kann man es eigentlich machen? Man könnte auch einfach mal über die AdWords-Opportunitätskosten gehen. Man könnte mal ausrechnen, wir haben ja hier hinten ausgerechnet, wir kriegen einen Klickzuwachs von 375 mal 12 macht das, was denn das, kann ich so gut rechnen, 4.000, 5.000 Klicks im Jahr. Da könntet ihr auch mal rechnen, bei einem CPC von 19 Cent, wie viel Geld müsstet ihr denn ausgeben, um auf diese Anzahl an Klicks zu kommen. Und auch das kann eine Rechnung sein, dass mal sozusagen gegen die Link-Building, Linkaufbau-Investitionen zu halten, um zu gucken, gibt es überhaupt einen Case, macht es überhaupt Sinn, auf das Keyword drauf zu gehen oder gehen wir lieber im AdWords-Bereich drauf. Bei dieser Rentabilitätsberechnung ist natürlich ganz wichtig zu gucken, was sind die Grenzen. Eine Prognose über die Rentabilität einer Marketingmaßnahme ist immer nur so gut wie die Annahmen und Bedingungen, unter denen diese erstellt wurden. Und das gilt immer für SEO auch. Und die Annahmen, die man trifft, die sind immer wie eine Lebensversicherung. Wichtig ist nochmal, Linkbuilding ist ein Teil von SEO. Und ich will nochmal zu dem Anfangspunkt zurückkommen. Wenn ich meine On-Page-Hausaufgaben nicht mache, ja, dann nützen mir auch viele Links nichts. Der Google-Algorithmus ist im Grunde genommen wie die Coca-Cola-Rezeptur. Wir wissen alle, was drin ist. Zucker, Wasser, Kohlensäure, irgendwelche E's etc. Aber wir wissen nicht, welche das im Detail sind, in welcher Zusammensetzung etc. So ist es auch mit dem Google-Algorithmus. Wir können also nie sagen, wie hoch ist denn jetzt die Auswirkung von Linkaufbau genau in diesem Fall.
Das müsst ihr einfach im Hinterkopf behalten und in eure Rentabilitätsberechnungen den Funnel nach oben 30% und nach unten einbauen, um sicherer zu sein. Ja, und so lässt sich im Grunde genommen das Ganze übertragen, und guckt man mal auf weitere Unschärfen von solchen Prognosen, dann sind es natürlich fehlerhafte Daten in Tools. Die Tool-Daten sind auch nicht immer richtig. Es ist, dass sich der Wert des Warenkorbs bei mangelnder Preisstabilität, bei veränderten Upselling etc. kann er sich verändern. Saisonalitäten in der Conversion-Rate, Weihnachtszeit und, ja, spielt alles eine Rolle. Und das müsst ihr in eure Annahmen einfach einbauen, baut euch einfach Puffer ein. So, und jetzt bin ich eigentlich durch und ich fasse mal zusammen, was macht einen guten Link nochmal aus? Ich will ihn von themenrelevanten Text umgeben haben, er hat einen sinnvollen Anchor-Text, er produziert Traffic, er steht nicht allein, aber auch nicht in zu vielen anderen Links, er hebt sich von anderen ab und so weiter. Und er entspringt mehreren vertrauenswürdigen Quellen. Und wichtig, Klasse statt Masse, Data-Driven Handeln, ableitender stimmigen Strategie, das kann ich nicht oft genug betonen, Alternativen auch abwägen versus AdWords, einfach mal vergleichen, ob es überhaupt Sinn macht, das ganze Thema zu machen. Und Links auch nehmen, die nicht beim Ranking helfen, die also nicht viel Link-Juice bringen, aber qualifizierten Traffic dafür. So, da bin ich durch, das bin ich. Ich lege ja gleich nochmal los, aber addet mich auf Xing, LinkedIn, bombardiert mich auch nach dieser Session hier gerne mit Fragen, wenn ihr jetzt nicht drankommen solltet, und abonniert euch growthup.de, das ist unser Magazin zu allen Themen zu SEO, CRO und Paid Advertising. Ja, und damit übergebe ich vielleicht mal das Wort. Tja, Thomas, vielen, vielen Dank. Jetzt kommen die Fragen. Ich fange gleich einfach mal an. Und zwar Alibaba Papa, wenn ich das jetzt mal richtig ausspreche, schreibt: Tjo, schön, soweit. Und wie kommt man nur an die gute Backlinks? Ja, wie kommt man nur an die guten Backlinks? Klar, ist natürlich auch die Kernfrage, ne? Wie kommt man an die ran? Wenn du ermittelt hast, welche Backlinks du brauchst, aus welcher Kategorie, und im Grunde genommen sind es ja Content-Links, die du hast, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Also allgemein ist es immer so, wenn du einen Backlink haben willst, musst du demjenigen, von dem du ihn haben willst, einen Anreiz setzen, dich zu verlinken. Und du kannst ihm Anreiz setzen, indem du ihm was gibst, was er haben will. Das kann selbst sein, guter Content, es kann irgendeine Art von Kooperation sein. In vielen Fällen mit Bloggern geht es einfach nur um Geld. Das funktioniert nach wie vor noch so wie vor Jahren. Es geht einfach nur darum, da ist die Gegenleistung, der Anreiz ist im Grunde genommen Geld. Oder es ist ein Produkt, was du anbietest, was sich eignet, dazu getestet zu werden. Ich kenne viel im Reisebereich, sind solche Sachen, da werden dann diejenigen, die die Linkerati sind, also die Linkgeber, die werden dann eingeladen zu irgendwelchen Reisen etc. und schreiben hinterher Berichte. Du musst dir überlegen, was für deine Zielgruppe der beste Anreiz ist, was wollen die haben. Das muss also nicht immer der Linkkauf sein, es gibt ganz andere Methoden, noch an Backlinks ranzukommen, aber Hauptpunkt ist, du musst einen Anreiz setzen und man muss eben gucken, was hast du für einen Themenbereich, was hast du für eine Linkerati, was wollen die? Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Klar, du kannst Links kaufen, im Grunde genommen. Du kannst am Ende des Tages Geld überweisen und dir einen Link holen von jemandem, der in deiner Zielgruppe ist, insofern die Zielgruppe das macht. Da ist im Grunde genommen auch nichts einzuwenden, weil das Wichtige ist, wenn ihr einen Link aufbaut, ja, dann geht es darum, ihr wollt Footprints vermeiden. Google hat ja nicht eine Herde Affen da rumsitzen oder Studenten, die sich das exponentiell wachsende Internet, ja, das, was jeden Tag gefühlt exponentiell wächst, dass sich diese ganzen Seiten und die ganzen Links manuell anschaut, sondern Google versucht ja alles algorithmisch zu lösen. Und algorithmisch können sie nur einen aktiven Linkaufbau erkennen, wenn ihr Footprints hinterlasst. Und Google guckt sich ja nicht an, ob ihr eine Banküberweisung macht an irgendeinen Blogger, sondern Google guckt, verlinkt ihr mit harten Anchor-Text. Tanzt euer Linkprofil im Vergleich zu dem, was eure Konkurrenz macht, heraus. Ja? Und es geht also darum, vermeidet Footprints, da könnt ihr auch Links kaufen und den Bloggern im Grunde genommen Geld in die Hand drücken. Aber ansonsten
versucht euch in eure Zielgruppe, in die Linkerati reinzudenken, was wollen die haben und gebt denen das, was sie haben wollen. Das ist eine sehr allgemeine Aussage, aber man muss eben gucken, was hast du für einen Themenbereich. Können wir gerne hinterher nochmal diskutieren. Ja, die nächste Frage. Thomas Martin Kunst fragt, machen teamrelevante WordPress-Blog-Comments Sinn? Sind sie überhaupt noch wirksam? Also ich muss es verneinen, ja. Es gibt bestimmt ganz wenige Fälle noch, wo du sagen kannst, ganz nischige Keywörter, wo das irgendwie einen Ausschlag hat. Aber wie ich es vorhin gesagt habe, also da, wo es überhaupt nur irgendwie kompetitiver wird, also wo ein Suchvolumen über wahrscheinlich gefühlt 300 ist, ja, 400, 500, da wirst du keinen Blumentopf damit gewinnen. Es wird eher schädlich sein. Und nochmal den Grundsatz von vorhin, umso einfacher es ist, manuell, wenn ich mich da selbst ansetze und ransetze und irgendwo einlogge oder unten einfach einen Comment hinterlasse, umso einfacher das ist, umso weniger wert ist der Link in 98% aller Fälle. Weniger Ausnahmen da, aber Blog-Comments nicht machen. Es ist eher gefährlich. Okay, die nächste Frage von Wladislav Fetisov. Wie viele Backlinks in welcher Zeit? Gibt es eine Faustformel? Er meint damit, er hat jetzt zwar nicht geschrieben, wie viele Links er bereits hat, ob die Seite neu ist oder nicht, aber ich denke mal, die Frage kann man trotzdem beantworten. Kann man. Genau, es gibt keine allgemeine Zahl, sondern hier ist wieder der Grundsatz, den ich vorhin angesprochen habe. Du guckst dir an, in welchem Keyword-Set, für welches Keyword-Set willst du ranken? Und dann guckst du dir an, wer rankt sonst noch in dem Keyword-Set? Also wer sind die Wettbewerber? Und dann analysierst du mit den gängigen Tools den Linkzuwachs dieser Wettbewerber über einen bestimmten Zeitraum. Und dann siehst du, welchen Zuwachs die haben. Haben die monatlichen Zuwachs von 100 oder von 10 oder von 5? Jetzt mal egal von was, ja, der Maßstab ist immer unterschiedlich. Aber im Grunde genommen, du vergleichst dich mit einem Wettbewerb und leitest ab, was die anderen machen, was die für einen Zuwachs haben. Und da tanzt du nicht groß raus, im Grunde genommen. Das ist immer sehr vereinfacht dargestellt, aber du kannst nicht das, was andere zum Beispiel über 4 Jahre aufgebaut haben, kannst du dann nicht in 3 Wochen nachholen oder auch nicht in 3 Monaten, sondern du musst dich an das, was für Google in diesem Wettbewerb, in diesem Keyword-Set allgemeingültig ist, daran musst du dich halten und musst sozusagen im Wettbewerbsvergleich bleiben. Gut, also wenn jemand meint, dass die Frage nicht beantwortet wurde, bitte mir nochmal in den Chat schreiben. Ich komme gleich zur nächsten Frage, es sind jetzt wirklich momentan sehr, sehr viele. Und zwar der Clemens Hartliner fragt, wie kann man schlechte Backlinks eliminieren? Relativ einfach. Erster Punkt, schlechte Backlinks erkennen. Dazu nehmt ihr, ihr könnt SEMrush nehmen, aber idealerweise guckt ihr euch noch die Search-Konsole-Daten rein. Die kriegt ihr bei SEMrush zum Beispiel reingezogen mit ins Profil. Ihr nehmt euch alle Quellen, wo ihr zusammenbekommt, welche Backlinks ihr überhaupt habt. Dann nehmt ihr eine Bewertung dieser Backlinks vor, im Grunde genommen. Und die kann man halbautomatisiert machen und dann muss man sie manuell machen. Und jetzt weißt du, welche deine schlechten Backlinks sind. Dann ist es natürlich das Idealste, ich kriege die komplett entfernt. Das heißt, es macht auch in vielen Fällen sehr viel Mühe, Webseitenbetreiber anschreiben, sagen, nimm mal bitte den Link weg. Und funktioniert auch in 80% aller Fälle gar nicht. Ja, irgendwelche Foren, irgendwelche Spam-Seiten, an diese Leute kommt man einfach nicht ran. Das Einfachste ist dann einfach, an die du nicht rankommst, die packst du alle ins Disavow-Tool in der Search-Konsole. Sprich, diese Links disavowen über die Logiken, die Google da zur Verfügung stellt und dann wird Google die entwerten. Okay, danke für die Antwort. Die nächste Frage von Bruder Immobilien. Linktausch wirksam oder wird abgestraft? Ja, Linktausch ist so eine Sache. Auch hier ist die Frage, wie macht man ihn? Und Linktausch kann immer noch funktionieren. Nehmen wir mal an, du hast deine eigene Seite, das ist die Seite A, und dann hast du die Seite B. Das ist die Seite, mit der du einen Link tauschen willst. Wenn ihr reziprok miteinander tauscht, A verlinkt auf B, dafür verlinkt B auf A, was hinterlässt du? Du hinterlässt einen Footprint, das ist relativ einfach auslesbar. Da kriegst du natürlich nicht auf die Mütze, wenn du das einmal machst.
Machst du das aber häufiger und dann hinterlässt solche Footprints, dann ist es ein Problem. Du kannst Linktausch machen, wenn du nach einem Muster vorgehst, Seite A verlinkt auf B, dafür verlinkt Seite C auf D. Nach so einem Muster kannst du vorgehen, das kannst du machen, aber einfach immer gucken, dass man auch mit dem, dass man keine Netzwerke und keine Footprints hinterlässt und die finden eben nicht nur im Link selber statt, sondern auch im Linkprofil der Seite, die auf dich verlinkt und in deinem eigenen Linkprofil. Also nicht reziprok tauschen, am besten A, B und im Gegentausch für C, D. Es kommt gleich die nächste Frage. Sie ist auch wirklich provokant gestellt von Niklas Nosbar. Kann SEMrush wirklich ARFs ersetzen? Das ist eher für dich, das ist eher für dich als für Thomas. Das war auch für mich gemeint, aber ich denke mal, ich lasse dich auch mal diese Frage beantworten. Also, ach, die lässt du mich beantworten. Ja, also ich bin ja jetzt ein bisschen gefangen. Ich arbeite ja bei SEMrush, also von daher denke ich mal, frei sein. Ja, okay, den Namen musst du dir erstmal aufschreiben, ne? Den Niklas. Ja. Aber ja, also generell ist es so, wir nutzen SEMrush, Ahrefs, jetzt als Agentur müssen wir ja im Grunde genommen alle Tools nutzen, die uns der Markt so gibt, um einfach möglichst vollständiges Datenbild zu haben. Weil wir knallen ja auch pro Monat irgendwie 10.000 Euro für Toolkosten nur raus und haben deswegen auch schon einen Vergleich. Und wir nutzen beide Tools seit einigen Jahren. Und es ist so, wenn du mal SEMrush die Backlink-Daten vergleichen würdest mit denen von Ahrefs, dann siehst du, es gibt bestimmte Überschneidungen im Backlink-Profil, was beide finden. Und es gibt bestimmte Backlinks, die findet nur in SEMrush und es gibt bestimmte Backlinks, die findet nur in Ahrefs. Wir haben da mal eine Studie gemacht vor 4 Jahren, die findet sich bei uns auch irgendwo im Blog, wo wir mal die ganzen Tools und was eben diese Backlink-Tools finden, unter anderem auch Searchmetrics und Majestix, wo wir die miteinander verglichen haben. Und SEMrush findet relativ viele, hat starken Fokus auf angelsächsische Märkte, haben wir gesehen, aber auch im deutschen Markt immer mehr. Aber sehr vergleichbar, ja, mit dem, was Ahrefs im Grunde genommen bietet von der Breite. Allgemein ist es so für dich, wenn das Geld da ist, dann ja, hol dir mehrere Accounts, dann hast du vollständige Daten und merge die Daten aus allen Tools, nur dann hast du ein vollständiges Bild. Und das vollständigste Bild überhaupt hat allgemein nur Google. Die haben den stärksten Crawler, die meisten Kapazitäten, keiner kennt mehr Links als Google, aber die kriegen wir dann nur sehr begrenzt aus der Search-Konsole raus. Ja, also ich kann dieser Frage auf jeden Fall zustimmen. Sag auch mal dazu, dass du mit SEMrush auch die Majestix-Links dir holen kannst, die Links aus Google Search Console zu deinem Projekt. Also du bekommst schon eine gewisse Link-Schnittmenge geliefert. Ja, alles andere, wie gesagt, alle Links kennt ja nur Google. So, die nächste Frage kommt von, kleinen Moment, das muss ich mir richtig aussprechen, von Andreas Zacharescu. Sorry, wenn ich das jetzt falsch ausspreche. Ich möchte einen Text über Content-Marketing-Beispiele schreiben. Dabei gehe ich auf verschiedene Unternehmen ein. Kann ich diese verlinken, auch wenn sie inhaltlich nicht zusammenpassen? Ich denke mal, er meint es eher so, dass er in einem Text mehrere Links auf verschiedene Unternehmen schreibt, auch wenn sie nicht ganz dazu passen. Zum Beispiel, er schreibt irgendwas über Stühle, verlinkt aber irgendwie einen Autohändler, gehe ich zumindest mal davon aus. Ist es okay oder wird es irgendwie zu auffällig? Oder wahrscheinlich würde er das nicht meinen, aber also ja, ich bin nicht ganz sicher, was der Sinn der Frage ist. Ich müsste vielleicht noch mal ein kleines bisschen genauer die Frage stellen. Ich könnte zwar ein bisschen allgemein was zu Content-Marketing erzählen, zu Themenrelevanz, aber vielleicht tipp doch deine Frage noch mal ein kleines bisschen genauer ein, dass wir genau verstehen, worum es dir geht, und dann beantworten wir die als Nächstes, wenn das in Ordnung ist. Okay, dann schreibe ich Ihnen das mal so, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage, und zwar von Niklas Nosberist. Ich kann das jetzt wirklich immer sehr schwer aussprechen. Ist es sinnvoller, Links regelmäßig zu erhalten oder mal auf einen Schlag viele? Hat da jemand Erfahrungswerte? Naja, klar, man kann, ich will regelmäßig immer für den Linkzuwachs sorgen, ja, in meinem Profil, aber es ist völlig normal, dass eine Seite mal einen ganz großen Linkzuwachs in einer kurzen Zeit hat.
Hier, ihr habt doch vorhin das Beispiel von Secret gesehen. Da ist die Crowdfunding-Kampagne live gegangen und innerhalb von einem Monat baut der 1000 Links von 1000 Domains auf. Das ist ganz normal. Der Erste, der irgendwie eine ganz große News publiziert, der hat auch ganz viele Backlinks in einer ganz kurzen Zeit. Und ebenso kann man es eben sehen, wenn man zum Beispiel mal sowas wie Linkbait durchführt. Heute nennt man es Content Marketing, früher heißt es also heißt einfach seit 10 Jahren Linkbait. Aber wenn man Linkbait macht, dann ist es auch sehr häufig so, dass man viele Links in einem sehr kurzen Zeitrahmen bekommt. Und das kann durchaus in Ordnung sein. Man hat beobachtet, dass Google dann, wenn mal ganz viele, nehmen wir mal an, jeden Monat prasseln 10 Links rein, jetzt kommen auf einmal 500. Dass Google erstmal das nicht werten wird und sich das Ganze angucken wird für einen Zeitraum und das dann erst ein bisschen später mit Zeitverzögerung wertet und ins Ranking einfließen lässt. Aber wenn das natürlich passiert, dann passiert es halt. Und dann kann das auch mal so sein. Aber euer Backlink-Profil sollte nicht aus so einem Up and Down bestehen, wenn ihr nicht eine Nachrichtenseite seid. Ja, wenn ihr eine E-Commerce-Seite habt mit normalen Produkten, dann ist es einfach unnatürlich, wenn es dauernd solche Peaks gibt. Seid ihr eine Nachrichtenseite natürlich, ja, seid ihr Bild.de etc., dann ist es völlig normal, dass mit einer Nachricht was reinkommt, ein hoher Peak entsteht und das weiß Google auch. Vielleicht mal so allgemein dazu gesagt. Ja, also ich muss dem Thomas auch mal zustimmen, auch in Bezug auf diese dauernden Peaks und so weiter. Es gibt ja bestimmte Themen wie diesen wie irgendwelche Hypes und so weiter. Da kann es ja schon passieren, dass bestimmte Produkte auch viele Links erhalten, auch viel Traffic dazu. Meine Frage, meine erläuternde Frage dazu, was ist, wenn es nur Links gibt, aber keinen Traffic von diesen Links? Weil wenn es einen Hype gibt, dann gibt es ja viele Links, dann gibt es ja bestimmte Übergänge auf diese Produktseiten. Hier bekommt man nur Links, aber kaum Traffic oder nur den organischen Traffic. Wird es nicht zu auffällig? Wenn ich nur das habe, ja, in jedem Fall. Man muss immer so ein bisschen gucken, man muss immer so ein bisschen schauen. Es wird für die meisten von euch da draußen, ja, mit euren Produkten und Shops, für die ihr arbeitet, in euren Unternehmen sehr schwierig sein, einen Link zu bekommen, der DoFollow ist, also uns Link-Shoes gibt und Traffic holt, das in jedem Fall hinzubekommen. Es wird sehr schwer sein bis unmöglich. Mal vereinfacht gesagt, ich will bei so vielen Links wie möglich auch haben, dass Traffic zu mir kommt. Aber wir merken das gerade, wenn wir einen DoFollow-Link uns von jemandem holen, dann wird in der Regel sehr schwierig sein, darüber auch viel Traffic zu holen. Deswegen, wir machen Nummer eins, wenn wir gezielt No-Follow-Links aufbauen, über irgendwelche Kooperationen, also bei einem No-Follow-Link kriegen wir ja keine Link-Juice, ne, hat erstmal keine Auswirkung aufs Ranking, aber bei denen, da sagen wir, da bestehen wir dann drauf, im Rahmen von so einer Kooperation, dass der Link ganz prominent eingebaut ist, ganz nah an der Startseite, dass sich der Artikel nur mit dem Brand befasst, dass er ganz stark darauf eingeht, dass er, ich will nicht sagen, die Produkte soll er nicht abfeiern, aber in einem entsprechenden Licht darstellt. Das heißt, ihr wollt so viele Links mit Traffic haben wie möglich. Ihr dürft nicht nur irgendwelche Links generieren, die nur Link-Truths haben, aber dafür keinen Traffic. Aber muss man einfach sehen, was die Realität ist. Ja, und die Realität ist, dass ihr beide Kriterien bei jedem Backlink könnt ihr einfach nicht erfüllen. Seid eben Secret, ja, und habt dieses tolle Produkt. Aber habt ihr eben Staubsauger oder keine Ahnung oder so traurige Produkte wie Fliesen oder so, dann wird es eben schwierig, viele Links einzusammeln, die dann auch geklickt werden. Okay, danke für die beantwortete Frage. Es kommt die nächste Frage von Papa Shango. Wie kritisch siehst du die Links aus Native Advertising? Gerade da dieses momentan massiv seitens der Veröffentlichenden gespammt wird. Natürlich ohne das eigentlich verlangte No-Follow-Tag. Da musst du es so sehen. Wenn du mal ein Outbrain, Plister, Ligatus oder wie auch immer, ja, wenn du die mal anguckst, die Links, die dann unter dem Artikel integriert sind, dann wirst du bei vielen sehen, wenn die verlinken ja nicht direkt auf die Seite, sondern die verlinken erstmal über einen Ad-Server, vielleicht sogar noch über einen zweiten. Sprich, der Kunde klickt oder der Nutzer klickt unten auf das Native Ad drauf und dann wird er per 301, in der Regel 301 Weiterleitung weitergeleitet auf irgendeine Ad-Server-URL und dann vielleicht sogar auf die nächste und dann erst auf die Zielseite.
Und diese Weiterleitungen, die geschehen, also im Bruchteil von einer Millisekunde oder Sekunde, ja, je nachdem wie die Ladezeit ist, das kriegt der Nutzer erstmal gar nicht mit. Aber über Weiterleitung schwächt es natürlich immer mehr den zu vergebenden Link-Juice überhaupt ab. Und vielleicht kommt auch gar keiner mehr an. Man weiß auch, dass Google bestimmte Weiterleitungsketten gar nicht mehr verfolgt. Wie groß die Weiterleitungskette ist, kannst du zum Beispiel mal checken. Lad dir in Chrome einfach mal ein Plugin wie HTTP-Header runter, klick mal den Link und dann guck dir mal die Status-Code-Requests an, die da gemacht werden. Und erst wenn ein 200er gemacht wird auf die Ziel-URL, dann wird auch dahin verlinkt. Aber in anderen Worten, eigentlich unbedenklich. Bei den großen, die es gibt, also Plister, Outbrain, Ligatus, Tabula, unbedenklich. Danke für die Beantwortung der Frage. Es kommt gleich die nächste Frage. So, von Treppenpower. Haben Link-Parameter einen Einfluss auf die Backlink-Qualität? Also zum Beispiel eine Fragezeichen NAPD, also irgendeine ID ist gleich XYZ aus dem Affiliate-Marketing. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Link mit Parametern setzt, einen Affiliate-Link auf die Seite setzt, ob es irgendeinen Einfluss hat. Anders gesagt, machen Affiliate-Links von Bloggern SEO-seitig Sinn? Ja, wenn ihr Affiliate-Links einsammeln könnt von euren guten Publishern, ja, das sei ja dahingestellt, ob ihr nur gute Publisher habt oder ob da auch noch so ein paar Trash-Seiten dabei sind, von denen man keinen Link haben will, weil die auch sonst rumspammen, zu viele Ads above default haben, etc. pp. Aber nehmen wir mal an, der Blogger, der ist relevant, dann sammelt euch von dem einen Do-Follow-Link ein. Es gibt also einige Seiten da draußen, die darüber einen Großteil ihres Link-Profils aufbauen und das auch sehr gut machen. Aber da müsst ihr dann, habt ihr mehrere Varianten, ihr müsst im Grunde genommen gucken, wie könnt ihr steuern, dass ihr nur von den Publishern, die auch einen guten Backlink abgeben, auch den Do-Follow-Link einsammelt und dass ihr von den anderen einen No-Follow-Link habt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nehmen wir mal an, ihr habt einen schlechten erkannt, den ihr eigentlich nicht haben wollt. Disavowen ist nicht die beste Idee, sonst macht er euren Affiliate kaputt und der rankt, wenn er ein paar Mal disavowed wird, wird er Rankings verlieren über früher oder später und dann macht er auch weniger Umsatz über Affiliate-Links. Aber ansonsten könnt ihr es nutzen, auch mit Parametern dran, das spielt dann erstmal keine große Rolle, aber dann könnt ihr euch auch einen Do-Follow-Link von euren Affiliates holen. Ja, und ja, solche Links zu bekommen, ist ja auch nicht ganz leicht. Man muss ja über bestimmte Partnernetzwerke erstmal Offer erstellen, den Affiliates was bieten. Also man muss ja schon was bieten können. Und die Webmaster müssen ja auch diese Links setzen wollen. Das ist ja gar nicht mal so leicht. So, die nächste Frage kommt von Malte Zahlmann. Backlink-Building hört sich für mich immer so an, als sei es extrem zeitintensiv. Wo ist der Trick? Wie bekomme ich effizient gute Backlinks, ohne einen eigenen Vertrieb dafür aufbauen zu müssen? Und dann kommt ein Smiley. Ja. Ja, ist eine Sache. Ist eigentlich wie alles im Leben. Ne? Was wenig Mühe macht, ist in der Regel auch scheiße. Kann man mal so sagen. Oder wird nicht richtig effizient sein. Also es gibt ein paar Strategien, wie man mit ganz einfachen Mitteln Backlinks generieren kann, die auch ganz gut helfen können. Aber die meisten sind, es ist einfach so, sie sind zeitaufwendig, sie sind arbeitsaufwendig, weil es ja dieses sich beschäftigen mit dem Publisher bedeutet und zu erkennen, was er will. Wenn es Geld ist, ist es natürlich einfacher, aber selbst ich muss die Publisher erstmal finden und identifizieren, ich muss sie bewerten. Ich muss mit ihnen in Kontakt treten, etc. Ja, das ist immer ein aufwendiger Prozess. Es gibt aber ein paar Methoden, wie man mal schnell ein paar Links holen kann. Und das sind gute Linkbaits machen, also eine Aktion machen, die einen Köder auswirft, Google einfach mal, oder vielleicht kennst du es auch, aber Linkbaits können mal mit wenig Aufwand viel bedeuten und dann gibt es verschiedene kleine Hacks, Sachen, die schnell laufen. Also Broken Backlinks nachbauen. Backlinks nachbauen, die auf alle auf deine drei Hauptkonkurrenten verlinken, aber nicht auf dich. Da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du den auch kriegen wirst, wenn du dich da ans Telefon ransetzt bei denen. Oder auch ganz interessant, ja, für größere Unternehmen, die ihre Jobanzeigen, die eine große HR-Abteilung haben, viele 100 ausgeschriebene Stellen haben, baut zum Beispiel Backlinks ein in die PDF-Job-Beschreibung. Da muss man mit dem HR-Team einmal abklären
Und dann generiert er automatisch auf irgendwelchen Jobportalen, die Links nicht rausstrippen aus der PDF, generiert er darüber Links. Also es gibt schon so ein paar Methoden, wie man es schneller machen kann. Aber leider, wenn es gut sein soll, ist Mühe dabei. Es ist einfach so. Und Mühe heißen immer Ressourcen, punkto Manpower oder Kohle am Ende des Tages. Danke. Die nächste Frage von Papa Shango. Seine zweite Frage war, Link-Profil ähnlich erstellen zur Konkurrenz? Fragezeichen. Risiko bei Abstrafung, Penalties aufgrund des über einen Kamm Scherens mit in einen Topf geworfen zu werden. Das heißt, man hat Link-Profil aufgebaut, genauso wie die Konkurrenz oder sehr, sehr ähnlich. Und dann kommt es zu irgendeiner Abstrafung, Penalty. Und ist es jetzt überhaupt ratsam? Macht es Sinn oder sollte man sich da schon irgendwie ein bisschen unterscheiden? Was du richtig sagst, ist, Google guckt eben, um Footprints zu identifizieren, gucken sie sich auch an, die Gemeinsamkeiten also sie gucken zum Beispiel, wenn viele Seiten aus einem Link-Profil einen Link bekommen, dann können sie auch darüber im Grunde genommen Link-Netzwerke abbilden und wo wird hinverlinkt. Aber ihr wollt von eurer Konkurrenz nicht die ganzen Schrottlinks nachbauen, sondern baut die guten Links auf und habt selber keine Schrottlinks, dann werdet ihr auch nicht mit runtergezogen. Denn wenn die Konkurrenz dann auf die Mütze kriegt für die ganzen Links, dann kriegen die nicht für diese guten Links, die ihr nachgebaut habt, auf die Mütze, sondern für ihre Schrottlinks. Und dann werdet ihr nicht automatisch mit runtergezogen, wenn ihr nur die guten nachgebaut habt. So kann man es einfach sagen, aber es gibt keine, bevor Google eine Penalty ausspricht, müssen sie sich schon relativ sicher sein. Ja? Weil es ist ja immer so, ich habe ja gesagt, die versuchen alles algorithmisch zu lösen. Und immer wenn sie an irgendeinem Hebel drehen, und hier wäre der Hebel, ja, ich habe drei Domains, die ich abstrafe, und bei wie viel Links, die in deren Backlink-Profil die gleichen sind wie in dem der vierten Seite, gebe ich dem der vierten Seite noch einen auf die Nuss. Nehmen wir mal an, sie drehen diesen Hebel ein bisschen härter, ein bisschen schärfer. Dann kann es ja sein, dass sie eben einfach zu viele Leute Kollateralschaden verursachen und mit reinziehen. Sprich, das können sie nicht machen, ja, weil sie dann einfach zu viele Seiten mit runterreißen. Sie überlegen sich immer sehr gut, wenn ganz eindeutige Footprints gesetzt oder hinterlassen werden, dann gibt es eine Penalty, aber bei solchen mit Sicherheit nicht, wenn ihr nur die guten Links nachbaut, aber nicht den ganzen Schrott. Okay, danke. Es kommt gleich noch eine Frage, die ich schriftlich bekommen habe per E-Mail. Und zwar zu Local SEO Mentions, also Erwähnungen, sind doch wie Links. Ich kann doch genauso gut diese Links aufbauen, also diese Netz, Name, Address und Telefonnummer. Da brauche ich doch keine Links und kann trotzdem in Local SEO gut ranken. Ist es richtig? Local SEO und Mentions, richtiges SEO oder wie auch immer, ja, das sind ein paar Themen miteinander vermischt. Erstmal ganz allgemein gesagt, Mentions haben auch sie sind ein Off-Page-Faktor und sie haben auch eine Auswirkung. Wie hoch der ist sehr schwer zu sagen. Google nutzt einen Menschen eher, um die Relevanz zwischen einem Brand und einem bestimmten Thema herzustellen. Nehmen wir mal an, auf 100 Seiten da draußen wird irgendein Artikel geschrieben über Mediamarkt und da steht überall drin DVD-Player, ja. Dann es ist aber nicht draus verlinkt, also ein reines Menschen, eine reine Erwähnung. Dann nutzt Google sowas, um semantische Relevanz zwischen, aha, Brand Mediamarkt, hat was mit DVD-Player zu tun, herzustellen. Und umso nischiger der Bereich ist, in dem du ranken willst, und Local ist oft ein nischiger Bereich, umso eher reicht es auch, solche Erwähnungen zu haben. Wobei Local SEO jetzt noch mal ein kleines bisschen anders funktioniert. Versuchen wir es mal allgemein zu halten. Ein Menschen ist gut, wenn er in einem umgebenden Text ist, der Keywörter enthält, für die ihr auch ranken wollt. Also der Google hilft, eine semantische Relevanz zwischen eurem Brand und dem Thema herzustellen. Aber ein Link ist tendenziell besser, ist einfach immer besser, vor allem, wenn es ein Do-Follow-Link ist. Okay, danke. Die nächste Frage. Thomas, wie viel Zeit hast du noch? Weil ich habe hier noch eine Unmenge an Fragen. Sag es mir lieber gleich. Wir machen okay. Weiter, bis wir den Großteil beantworten konnten. Okay, schön, sehr schön. Danke vielmals. Die nächste Frage kommt von Björn Bartonomois.
Wenn ich eine DCO-TXT erneut einreichen möchte, muss ich diese auch die bisher dort eingetragenen Links enthalten. Das heißt, ich habe eine neue DCO-Datei erstellt. Eine vorherige DCO-Datei wurde ja schon bereits hochgeladen. Muss ich die alten Links rausnehmen, rauskopieren, in die neue reinstellen und wieder hochladen? Ja, Antwort ist ja. Also die aktuelle, das Disavow-File, was du hochlädst, ist immer das aktuelle Disavow-File, was alle Domains enthält, die du disavowed haben möchtest. Wenn du also vor einem halben Jahr schon mal diese 100 Domains disavowed hast und jetzt kommen kommen nochmal, 20 Domains dazu, dann nimmst du deine Liste von vor einem halben Jahr, kopierst die 20 unten ran und lädst das Ding dann hoch. Okay, danke. Die nächste Frage von Andreas Saharescu. Wir versuchen es zum zweiten Mal. Er hat es mal geschrieben. Also nochmal, es geht um ausgehende Links, Beitragstitel zum Beispiel, Content Marketing und Links, die von diesem Content, von diesem Text ausgehen, sind zum Beispiel Links auf McFit, McDonald's, Adidas und so weiter. Alle Seiten haben ja unterschiedliche Themen. Ist das eigentlich okay, wenn sowas in dem Text vorkommt? Sind es irgendwelche Auffälligkeiten, also eben okay für seine Seite, wird er jetzt dadurch nicht irgendwie abgestraft? Nein, also generell nicht. Die Frage ist doch, ne, was ist denn das für eine Seite? Und ist einfach die Frage, ist das sinnvoll, was da geschieht auf der Seite? Wenn das irgendwie einen, ich weiß nicht, was du jetzt machst und was deine Seite ist, und auf was dann eben noch verlinkt wird. Aber es kann doch auch, es kann durchaus auch einfach mal Sinn machen, ja, dass auf einer Seite McDonald's und MyHammer und die AOK und Mediamarkt verlinkt wird. Das kann mal Sinn machen, redaktionell und thematisch auch. Aber das siehst du dann gleich, wenn du den auf den Artikel drauf gehst, macht das Sinn, dass sie alle verlinkt sind? Hat das eine Relevanz für den Nutzer, der auf diese URL drauf geht? Und wenn es die Relevanz für den Nutzer hat, dann passt das. Ganz anders sind irgendwelche Seiten, die sieht man ja immer in seinem eigenen Backlink-Profil, die Inhalte, solche Scraper-Seiten, die Inhalte von ganz vielen verschiedenen Seiten zusammen scrapen, immer nur Teile daraus, um ihren eigenen Content uniker zu machen. Und sowas kann man dann auch mal sehen, da ist dann auch ein Mediamarkt draus verlinkt oder sonst was für themenfremde Blogs noch, aber das ist Duplicate Content und die Seite fliegt aus anderen Gründen raus. Also kurz zusammengefasst, wenn diese Seite, diese Unterseite, die da auf dich verlinkt, wenn das eine Relevanz hat für den Nutzer, der den Text auf dieser Unterseite liest, dann ist der Link völlig in Ordnung, hat es aber keine, weil es irgendein spammiger Kram ist und das siehst du mit einem Blick nach 3 Sekunden. Entscheide nach 3 Sekunden, was dein Gefühl sagt. Ist der Inhalt hier sinnvoll? Oder ist das eine SEO-Schrottseite? Ja? Ist das irgendwie eine Domain, die für SEO gemacht wurde oder um Affiliate zu verdienen? Entscheide das nach 3 Sekunden und dann kannst du sehr schnell sagen, ob das Sinn macht oder nicht. So, die nächste Frage ist von Wladislav Fetisov. Kennt ihr ein gutes und funktionierendes Penalty-Tool? Ein Penalty-Tool, wenn es jetzt darum geht, es gibt gute Tools, um dir eine Penalty zu verschaffen. Ja, ich weiß, das hat er bestimmt nicht gefragt. Aber sowas gibt es auch. Aber du meinst ein Tool, was gut eine Penalty erkennen kann. Ja, muss man so sehen. Ne? Es gibt ja für die eine Penalty, gibt es im Rahmen von großen algorithmischen Updates von Google, Panda, Pinguin, Hummingbird und wie die alle heißen. Und bei diesen großen algorithmischen Updates weiß man ziemlich genau, an welchem Tag die waren. Und dann gibt es Abstufungen, die eben nicht algorithmisch sind, sondern die eine Penalty sind, außerhalb des Rahmens, sage ich mal, dieser riesengroßen Updates. Für die zweite Kategorie ist es natürlich schwieriger, die zu erkennen, aber für die erste, so Tools wie, ich glaube, Systrix, Searchmetrics, die können das alle, kann SEMrush, weiß ich gar nicht, dass man sich die Sichtbarkeitskurve der Domain anguckt, um die es geht, und dann trägt zum Beispiel so ein Systrix oder Searchmetrics, trägt dann ein für den, weiß nicht, wann war das hier, 18.04.2018 oder sowas, trägt da ein, da war ein Pinguin, und wenn du dann siehst, an diesem Datenpunkt geht meine Sichtbarkeit runter, volle Rakete, dann muss das ja nicht heißen, muss das nicht unbedingt heißen, dass ihr genau
dass du genau deswegen jetzt einen Pinguin bekommen hast, aber zumindest würde ich dann mal reingucken. Und das ist eigentlich die Möglichkeit, die du hast, um irgendwie eine Penalty, eine algorithmische, mal schneller in einem Zeitchart erkennen zu können. Ja, also ergänzend zur Frage, SEMrush hat ja jetzt keinen Sichtbarkeitsindex an sich. Ja. Wir haben ja zwar die Daten zu den Keywords, man kann es ja anschauen in ungefähr im Rankingverlauf und so weiter. Den Sichtbarkeitsindex an sich finde ich jetzt, ich möchte nicht sagen, unproblematisch, mich jetzt nicht kritisieren, ja, aber mit 400.000 Keywords, soweit ich weiß, waren es zumindest mal, ist es einfach viel zu wenig. Allein schon wegen der ganzen Thematiken, wegen neuen Keywords, die dazu gekommen sind. Es ist, wie gesagt, immer ein Richtwert. Bei allen Tool gibt es Richtwerte, ja. Also ich möchte auf keinen Fall jetzt irgendwie jemanden schlecht machen. So ist es nicht zu verstehen, aber am besten man formt irgendwie seinen eigenen Keyword-Set und überprüft die Seite von Anfang an. Also SEO von Anfang an machen, würde ich mal sagen. Ja, jetzt kommen noch ein paar wirklich harte Fragen hier. Du hast es zwar zum Teil schon mal beantwortet, wie bekomme ich raus, welche Links ich brauche, um in einer bestimmten Kategorie, zum Beispiel Gesundheitsblog, gut zu ranken. Da war ja eben dieses Vergleichen mit der Konkurrenz. Das hast du ja, glaube ich, schon mal gesagt. Wie bekomme ich raus, welche Seiten ich brauche, um zum Beispiel im Gesundheitsbereich zu ranken? Also du kennst du hast verschiedene Möglichkeiten. Ne? Du kannst dich abgleichen mit der Konkurrenz und kannst gucken, was haben die aufgebaut, was sind sinnvolle Links, welche baue ich nach. Du kannst aber Folgendes machen. Du nimmst dir einfach mal nehmen wir mal an, du hast ein Keyword-Set mit 500 Keywörtern, das für dich relevant ist. Dann schnappst du dir die alle mal, schmeißt die mal rein bei google.de, vielleicht als reines Keyword oder vielleicht mit Leerzeichen Blog, mal so ganz grob gesagt. Und guckst dir mal die Top 50 an, guckst, wer rankt da drin. Das heißt, wer rankt für irgendein Keyword, für das du auch schon, für das du ein Ranking haben möchtest. Und an die gehst du dann ran oder fängst erstmal an, die weiter zu bewerten, aber die könnten eben sehr relevant sein. Das kannst du auch automatisieren. Es gibt zum Beispiel bei Linkbird, gibt es solche Funktionen, da sagst du, da kannst du eine Liste von Keywörtern reinpacken, da packst du dem 20, 30 Keywörter rein, also die aus deiner Liste zum Beispiel, vielleicht permutierst du die mit Blog, mit Leerzeichen WordPress, mit Leerzeichen Drupal oder wie auch immer. Und dann kannst du diese Liste von Keywörtern in diesen Linkbird Sitehunter reinschmeißen und dann zieht er dir automatisch die rankende Top 100 raus und haut dir die in eine große Liste. Das erspart sehr viel manuelle Arbeit. Aber so kannst du zum Beispiel sehr schnell Quellen suchen, weil dein Ausgangspunkt ist der, wer rankt schon in den Themenbereich, der für mich relevant ist, wer rankt da schon gut. Genau. Danke, danke. Die nächste Frage ist, beim Umzug, zum Beispiel bei Relaunch oder sonstigen, zum Beispiel wenn ich die Domain gewechselt habe, oder wenn ich auf HTTPS umgezogen habe, soll ich da die Webmaster anschreiben, dass sie die Links ändern oder kann ich das auch mal sein lassen? Nein, also generell darfst du ja deine Links eigentlich gar nicht ändern. Also versuch solche Umzüge so wenig wie möglich zu haben und URLs so wenig wie möglich zu ändern. Aber wenn es eben so sein muss, dann richte 301er Weiterleitung ein, die Leute anzuschreiben. Natürlich wäre es besser, rein theoretisch. Aber man sagt ja Folgendes, wenn ich eine 301er Weiterleitung mache, dann schätzt man, dass man irgendwie 90%, aber man weiß das nicht, ja, dass man irgendwie 90% vom Link-Juice rüber rettet. Das ist eigentlich eine Frage der Opportunitätskosten. Nützt mir das, diese 10% mehr zu holen, die Zeit, die ich da verballere, wenn ich ein paar hundert Webmaster anschreibe und sage, schreib mal bitte nicht mehr HTTPS, sondern schreib nicht mehr HTTP Doppelpunkt slash slash, sondern HTTPS. Das wird in der Regel nicht so sein. Von daher richte Weiterleitung ein und checke alle deine Weiterleitungen, dass du keine Weiterleitungsketten hast. Das ist ganz wichtig, gerade wenn man mal mehrere Relaunches hinter sich hat und man hat beim ersten von URL A auf B weitergeleitet und beim zweiten Relaunch hat man von URL B auf C eine 301er Weiterleitung eingerichtet, dann mach das so, leite weiter von A auf C sozusagen, damit du keine solche Ketten drin hast. Ja. Danke. Es kommen jetzt nur noch zwei Fragen, da müssen wir aber wirklich Schluss machen, weil Thomas muss ja auch arbeiten. Ach Quatsch. Ja, weil irgendwie, wir sind jetzt schon eineinhalb Stunden, ich glaube, es wird jetzt langsam, müssen wir irgendwie auch mal zu Ende kommen.
Frage zu, sollte es hier wirklich sehr interessant, was passiert, wenn ich die Links von einer mobilen Seite bekomme? Zählen die irgendwie? Macht es überhaupt Sinn für von mobilen Seiten, also m. zum Beispiel, m.domain.de Links zu bekommen? Werden sie irgendwie anders bewertet? Macht absolut Sinn. Die Grundfrage ist die, Google wird jeden Link bewerten, der von irgendeiner Domain oder aus einem PDF-Dokument kommt sogar, ja, oder auch egal, ob er aus einer mobilen Seite mit einer M-Punkt kommt, aber Google wird den bewerten, wenn Google den Link kennt, wenn er den findet. Das heißt, wenn diese Seite, diese m.shop.de/irgendwas, wenn die von Google auffindbar ist, crawlbar ist, dann wird Google den Link bewerten. Das checkst du ganz einfach. Du nimmst dir diese URL, die m.shop.de/Kategorie/was-weiß-ich, und machst mal eine Site-Abfrage auf Google, also Site-Doppelpunkt, dann diese URL rein. Und wenn diese URL dann angezeigt wird, also Google diese URL indexiert hat, dann wird Google auch diesen Link werten, weil er den früher oder später dann finden wird, wenn er genau diese URL wieder crawlt. Okay, danke. Und die letzte Frage. Sind jetzt noch schon ein paar No-Follow-Links von Trusted Domains oder von weniger Trusted Domains, von Wikipedia und so weiter. Bringen sie wirklich was fürs Ranking oder ist es einfach nur Theorie, steht hier? Also ein Mythos. Ich sage, es ist Theorie. Also ich will es ehrlich sagen, ja, zwei SEOs, 25.000 Meinungen. Aber im Grunde genommen die richtigen Nachweise, ja, dass ein No-Follow-Link wirklich was fürs Ranking bringt, die fehlen. Es gibt mal so kleine Studien, die immer durchgeführt werden, aber die werden ja auf solchen Mini-Keyword-Sets immer durchgeführt. Und ich sage, die haben dann auch keine riesengroße Aussagekraft. Fakt ist, der No-Follow-Link bringt was, wenn Traffic drüber kommt. Also das heißt, wenn direkt drauf auf das Ding geklickt wird, kann es was bringen. Es gibt zum Beispiel es gab mal eine Studie, da hat man mal geguckt, da rankte die verlinkende Seite für, was weiß ich, ja, Keyword, wie auch immer. Und diese verlinkende Seite linkte raus mit No-Follow auf eine dritte Seite. Und dann ist es immer wieder passiert, dass Kunden oder Nutzer sind auf diese verlinkende Seite über eben dieses Keyword gekommen, haben auf die verlinkende Seite in den Google-Suchergebnissen geklickt und haben dann gleich auf den No-Follow-Link geklickt. Und hat Google eigentlich gemerkt, die werden ja hier eigentlich immer nur durchgeleitet, ja? Also das ist eigentlich nur wie so eine Seite in der Mitte, und dann hat irgendwann Google trotz No-Follow-Link einfach das Ranking getauscht und hat der Seite, die den No-Follow-Link bekommen hat, das Ranking gegeben. Also das heißt, Google guckt sich an, was der Nutzer damit macht mit dem Link, wie häufig wird er geklickt und wie sind die Nutzersignale. Aber ganz sicher, Link-Juice bringt er nicht. Und am relevantesten ist immer noch, dass ich mit einem Link Link-Juice bekomme. Das heißt, richtige Suchmaschinenoptimierer bauen auch Do-Follow-Links auf. Okay, aber was ist, wenn ich auch über einen No-Follow-Link, einen Wikipedia-No-Follow-Link viel Traffic bekomme? Das wirkt sich doch auch auf die Rankings aus. Nur eine Links ja No-Follow, ne? Das ist ja auch so eine schöne Frage. Genau, über die Nutzersignale eben, ne? Ja, den will ich haben. Ich möchte jeden Link haben, der mir viel Traffic bringt. Und dann ist die Betrachtungsweise eine andere. Ich habe dann sicherlich eine unmittelbare oder eine mittelbare Auswirkung aufs Ranking über die Nutzersignale. Aber wie gesagt, das sicher festzustellen, ne, das sicher zu messen, ist ultra schwer. Und ich kenne keine verlässliche Studie, die also einen direkten Nachweis gebracht hat, was ein No-Follow-Link bringt, wenn nicht Traffic. Ja. Dann zu den Nutzersignalen ist auch so eine gute Frage. Und zwar, falls du es mal vielleicht gelesen hast, im letzten Jahr gab es hier eine große Studie von Semrush in Bezug auf die Ranking Factors, auf deren mögliche Auswirkungen. Wir haben ja 17 Ranking-Faktoren mit Machine Learning mal getestet, und Nutzersignale standen ja ganz, ganz oben, also wirklich die ersten Plätze und so weiter. Und da gab es ja wirklich viel, viel, viel Diskussion, auch sehr, sehr kontroverse Diskussion, muss ich mal sagen, ja. Teilweise hieß es ja, die Nutzersignale werden ja von Google, wenn überhaupt, nur ganz indirekt in Betracht gezogen. Also das Thema ist ja schon sehr, sehr, sehr heikel, ne?
Also ich sag's mal so, ich habe meine Firma mit einer anderen Firma gemerged, weil ich genau an dieses Thema glaube. Nutzersignale haben extrem hohe Auswirkungen aufs Ranking. Und ihr müsst euch so vorstellen, erstmal ist die Grundfrage, wo sind denn die Nutzersignale überhaupt? Wann fängt Google an, Nutzersignale zu messen? Ab dem Punkt, wo Google über ein Keyword Traffic auf eine Seite draufschiebt. Und das passiert, wenn meine Seite auf Platz 1, 2, 3 rankt. Erst dann schickt ja Google signifikant über dieses Keyword Traffic rüber, wo er die Auswirkung, was macht der Nutzer damit, messen kann. Deswegen ist es ganz einfach, wenn ich versuche es mal bildhaft zu erklären, wenn ich SEO mache, zusammengefasst in ein paar Sätzen, dann komme ich über On-Site, über gute Technik, Crawlbarkeit, Ladegeschwindigkeit, lalalala, das ganze Zeug, über Content, ja, also Herstellen einer semantischen Relevanz zwischen meiner Webseite und dem Keyword, da komme ich mal irgendwie in die Top 50 reingetanzt und vielleicht 40, 30. Mit Links komme ich hoch in die Top 5, in die Top 3, 2, 1. Und Nutzersignale sorgen dafür, um für Google zu validieren, habe ich gut berechnet mit meinen Links, mit meinem On-Page-Kram oder habe ich die falsche Seite nach oben geschickt? Und ganz einfach gesagt, ja, wenn Google für das Keyword Hosen kaufen auf Platz 1 eine Historie hat mit der und der Absprungrate, mit der und der Verweildauer, mit den Pages per Visit und dann habe ich die Seite mit Links hochgepusht, mit einer guten On-Site und Technik. Und dann tanzen aber diese Nutzersignale aus dem raus, was Google kennt, was für Google vergleichbar ist, hier wieder im Wettbewerbsset. Dann ist die Seite aber zack unten. Aber Google kann eben, und das ist auch der Punkt, warum gibt es denn diese Backlinks überhaupt noch? Google will die ja gar nicht haben, ja? Man kann es ja relativ einfach beeinflussen, das System. Weil Google auf Ergebnisseite 3 oder 4 oder 2 einfach keine Nutzersignale nutzen kann. Es ermittelt ja keine im Grunde genommen. Auf Seite 2, wenn du auf Platz 15 rankst, kriegst du, was weiß ich, ja, gefühlt, wenn es gut läuft, 1% der Klicks, wenn überhaupt. Und wie willst du da statistisch signifikant Aussagen treffen über Nutzersignale? Deswegen spielen die eine höchste Rolle. Und deswegen sagen wir auch, wir können wahnsinnig gut SEO optimieren, gute Links machen, On-Page, wenn das Produkt scheiße ist, die Usability daneben ist und der Kunde nicht konvertiert, sich nicht zurechtfindet, dann ist das Ranking ratzfatz weg. Und deswegen verbinden wir auch diese Disziplin SEO mit Conversion-Optimierung, weil sie zusammengehören. Und das ist genau das, was Google will. Google möchte einen zufriedenen Nutzer. Und deswegen wird es auch SEO immer mehr in diese Richtung gehen. Das stimmt allerdings, ja. Genau, also von daher, ich glaube sehr an dieses Ranking-Signal. Aber man muss sich überlegen, wann kommt es zum Tragen? Und das relativ am Ende erst sozusagen. Ja, wir haben uns ein bisschen, sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich habe jetzt macht nichts, macht Spaß. Reiste.de, super Schlusswort, ja. Ich denke mal, er hat es ja nicht irgendwie ironisch gemeint. Ja, Thomas, ich würde mich auch gerne mal mit dir mal persönlich unterhalten. Wir können ja sehr, sehr viel Wissen austauschen. Ich sehe es ja schon. Wir müssen aber so langsam mal Schluss machen. Klar. Ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir auch für die Beantwortung der Fragen. Es gab wirklich sehr, sehr viele Zuschauer. Wir hatten ja teilweise über 217 Zuschauer gleichzeitig. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Leute. Es waren über 420 oder 430 Anmeldungen. Ich habe ein paar Anfragen zu den, also Karlkreis.de, sorry, du bist eine Frau, entschuldige, ich wusste es ja nicht. Ja, es gab auch Anfragen zu der Präsentation, auch an mich per E-Mail. Es wäre schön, wenn wir das Ganze dann auch schicken könnten. Ich werde diese E-Mails auch an dich weiterleiten. Du bist ja der Inhaber von der Präsentation. Und ja, was kann ich sagen? Also ich hoffe, wir sehen uns auf der Konferenz, zum Beispiel auf der SMX. Wäre es mal sehr schön, falls du mal da bist. Also Lieb ist ja fast überall. Ja. Ja. Und bleib noch mal ganz kurz da. Ich werde jetzt mal uns von unseren Zuschauern verabschieden. Danke, dass ihr auch gleichzeitig alle da wart. Und sollte es Fragen geben, bitte alle Fragen an den Thomas Gruhle stellen. Er hat es ja selbst angeboten. Seine E-Mail-Adressen habt ihr ja gesehen. Und ja, einen schönen, wunderschönen und sonnigen Tag wünsche ich noch an alle. Wünsche ich euch auch. Ciao, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören.